Hallo, hallo, Test, Test. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen Quackernmehl und die Fufu. Hallo, hallo. Na, wie geht's euch so? Seid ihr halbwegs gut durch den Tag gekommen? Ich auch irgendwie Mit, am Boden liegen und so. Oha. Tagskale 37 dringt. Na, dann trinkt mal fein. Auf 26 Monate. Dankeschön, Flicky. Dankeschön. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Merk auch gerade, ich habe heute meinen Stuhl nochmal neu bezogen, meine Sitzfläche, weil die ein bisschen kaputt gegangen ist. Sitzt sich ganz gut. Ich bin manchmal ein bisschen zufrieden, was ich hier tue. Das Einzige, was ich noch nicht getestet habe, Kamera, habe ich jetzt einfach sein lassen. Habe ich jetzt einmal nicht gemacht. So, Punkt. Mich vermisst ja sowieso keiner mit dem Gesicht hier. Muss ja keiner sehen. 2 Jahre und 8 Monate. Uff. Diese Zeiten sind insane. Die sind einfach nicht real. Doch ich. Hallo? Freitag? Ich weiß auch nicht, ob ich schaffe, mich morgen nochmal um das Problem zu kümmern, weil irgendwie ist das ein Kameraproblem? Keine Ahnung. Egal welchen Port ich bisher ausprobiert hatte, die haben alle nicht funktioniert, zumindest die hinten nicht. Vielleicht muss ich vorne nochmal anstecken oder so. Dann klappt es vielleicht wieder. Nicht so den Überzug für den Schuh selbst. Ich war richtig faul. Ich habe einfach Reste gefunden. Die sind relativ, nennt man stretchy, schön schwarz. Einfach rübergezogen. Es hat genau gepasst und alles, was über war, habe ich unten drunter geschoben. Also ich könnte es auch hübsch machen, aber erstmal passt es. Erstmal gucken, wie sich sitzt, bevor ich da noch anfange zu nähen. Ja, die Maschine steht auch in der Ecke. Könnte man machen. Könnte man richtig machen. Fliegt ja nichts anderes zu tun, als Anni zu gucken. Ja. Also ich muss schon sagen, also von all den Leuten, ne, Flicky hat halt wirklich eiskalt die letzten, ich weiß nicht, schon Jahre da einfach reingehauen hier. Das ist crank. Das ist einfach crank. Oh. Aber es freut mich sehr. Ich denke, ihr seid alle fit, denn wir haben heute was Schlimmes vor uns. Hallo Fighter, Sie haben übrigens auch schon einen Command, den Sie mal testen müssten. Oh, meine Uhr ist kaputt. Na toll, die darf ich morgen auch nochmal kleben. Wieso ist denn immer irgendwas kaputt bei mir? Wieso kann denn nichts einfach mal funktionieren und ganz sein? Dumme Frage hier. Doch, reicht. Hoffe, der gefällt so. Oh, hallöchen Shadow. Guten Abend. Perfekt, sehr gut. Mann, bist du blöd. Du sollst auch mal deinen Verstand benutzen. Komm, ich muck die dann. Ich glaube, ich gehe. Ja, muckt mir das mal. Ja, ich gehe einfach rein. Hm. Oh. Ich glaube auch, ich gehe einfach rein hier heute. Geöffnet durchs Fenster. Da das der allerbeste ist. Er ist halt richtig Macht erhaben. Hallöchen, Katz. Na, hast du es auch mitbekommen, was der Fighter jetzt für einen schönen Sound hat? So, die ersten 3, 4 habe ich mir aufgeschrieben. Das funktioniert. Ich bin klug, ne? Immer so, jetzt sind wir schon mal. Ein Vorschlag aber für das Rätsel. Oh ja, den nehme ich. Das finde ich geil. Musikpartie. Ja. Ghostbusters weiter. Einfach weil er den halt auch immer wieder macht als Alert bei Katz. Passt da einfach so gut. Jetzt geht's los. Ja. Ihr könnt von mir aus einfach die ganze Zeit irgendwelche Sounds machen. Du, das ist nicht so wichtig, was ich hier mache. Crime. Du nach oben.
Ach, gucke mal an, wenn man den... Ich muss mal... Was habe ich gerade getan? Ich glaube, ich habe genau dasselbe getan wie davor, ne? Oben, unten... Den und den. So wie bei Anim, dann hat er den fest. Ich denke mal, das geht bestimmt auch bei Streamlabs. Einfach beim persönlichen Benutzer. Schieb's einfach dem Clown zu, der macht das schon. Schieb's einfach dem Clown zu, der findet das raus. Da gibt's bestimmt irgendwo eine Anleitung oder so. Ja, bei Jensen geht das wieder nicht so wie Sketch hier. Also, Moment, ich habe mir den aufgeschrieben. Den ersten roten können wir hier mit triggern. Warte. Wollten wir das? Wollten wir das? Hm. Nö. So confusing. Das war, glaube ich, der erste. Gott. Ich mach gleich alles kaputt. Hä? Nani? Kann ich den eigentlich wegnehmen? Ich komme mir so dumm vor. Oh, herrje. Achso, einfach nochmal. Hallöchen, Jude. Hallo, hallo. Den Geburtstags-Command-Sound eingefügt. Aha, oh. Jetzt für einen, quasi für einen Kanalgeburtstag. Erstmal Lurky aufräumen mit dem Doggo. Ja, ich habe viel zu tun immer. Dann viel Spaß und viel Erfolg. Wie, ihr habt schon 25% von der Herausforderung? Excuse me? Was ist da los? Hallöchen, Herr Zeroni. Ach so, im Übrigen, da steht ja noch ein Soundcommand aus. Wie wär's denn mit Hey, hey, ho, hey? Just a guess. Ich brauche da mal noch Infos. Haha! Dann, den da? Nice, das klappt. Noch mal feststecken? Oh! Weirde Sounds kann ich. Der andere triggert den anderen wieder. Morgen. Ach, alles entspannt, wie das bei dir passt. Du warst schon mal bei der Oma und dann noch ins Krankenhaus. Weil man die Hausschuhe vergisst. Oh. Mm. Na toll. Kannst du später mal erzählen, wie es ihr so geht? Ob sie sich ein bisschen beruhigt hat? Ich muss ganz kurz gucken, was hatte ich mir hier aufgeschrieben? Das Ding hängt mit am zweiten gelben. Stupsen wir den nochmal an? Ne, runter. Mach das. Da haben wir den wieder rangehängt. Ist das klug? Ich weiß auch nicht, was ich hier tue. Dann war den wieder festgesetzt. Manu. Ich komme so dumm vor. Oh, das hört sich auch nicht mehr so tot. Das ist gut.
man muss halt irgendwie erstmal akzeptieren, ne? So ein allgemein, wenn mal jemand Geburtstag hat, dann singt Stream Elements ein Lied. Ach du Schande. Niemand wird jemals erfahren, wann ich Geburtstag habe. Niemals. Jemand. Nein, nein. Vor allem nicht Twitch. Hä, wo ist mein... Das ist mein anderes Stäbchen. Dumm. Nicht hier wieder machen. Da war. Ich bin schon in so einer Schleife gefangen hier. Wobei, vielleicht. Nee, du. Was haben wir denn gemacht jetzt, um den schon wieder zu triggern hier? Nee, warte, ich muss gucken. Der zweite. Ich habe keine Ahnung, womit der zweite. Weggeht. Hallöchen, Herr Apfel. Hat Geburtstag am... Im schlimmsten Fall kann man es, ich glaube, über Instagram oder so einen Scheiß rauskriegen. Irgendeinem Tag in einem Jahr. Warte, in jedem Jahr. Surprise. Wie geht es Ihnen, Herr Apfel? Was macht das Leben? Hier sind übrigens Lego-Sachen angekommen. So als Info für den Herrn Apfel. Ich glaube, wir müssen da mal ein Treffen vereinbaren. Er schmusert. Oh, und gleich kommt auch noch Essen. Oh, das ist ja hervorragend. Der Luxus ist das. Toll. Einfach fantastisch. Jupp. So funktioniert das irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, wir sind ganz nah dran. Wenn eine Zeit finden, das werden wir. Ich fühle mich halt nicht in der Verantwortung, dass wir das irgendwie, dass ich das organisieren müsste. Deswegen, ich erwähne es nur schon mal. Und Hallöchen mit Magic. Hola. Da sind wir wieder beim Rätseln. Tue ich den anderen wieder gegen? Nee. Hä? Ich will den eigentlich nicht drücken. Oh, nö. Das ist halt scheiß. Wie kann ich denn das machen? Dass wir den eben nicht drücken. Das ist gestern etwa nicht geschafft. Nein, ich glaube, ich saß noch bis 9:45 dran gefühlt oder so. Es ist halt richtig eklig. Aber guck mal, ich hatte mir ein paar Notizen gemacht. Die haben uns schon mal ein bisschen weitergebracht. Jetzt hänge ich nur so ein bisschen dolle fest. Jetzt habe ich den Ghostbusters-Song im Kopf. Das ist auch ganz übel. Bist mir noch mehr sympathischer, weil du einfach 3/4 gesagt hast und ich Viertel vor. Ich kann mit allem arbeiten, leben, muss man. Es gibt Menschen, die benutzen diese Ausdrücke halt. 3/4 weiß doch jeder, was gemeint ist. Oh, es gab mal eine Zeit lang, da war ich richtig unangenehm den Leuten gegenüber. Einfach weil mir das alles so auf den Keks ging. Da habe ich angefangen mit so 9:55 vor halb. Das war dann das Viertel nach, was die Leute da immer so haben oder so. Das ist so. Diese verdammten Außen-Innen-Geländer. Was? Außen-Innen? Ah, nicht da, wo du wohnst. Ja, also deswegen und irgendwie... Nee, das ist wie einfach mein Liebstes. Nino, nee, 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 du. Nee, 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 du. Bam, 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 bam. Ich kann das reinschieben und ich kann das wieder rausschieben.
klappt so nisch. So gar nisch. Ich verstehe das noch nicht. Ich verstehe das noch nicht. Also man kann sich vieles leichter machen, wenn man hier einfach die Sachen reinstecken kann. Wir wollen nur nach hinten zum Roten. Vielleicht sollen wir den mal runterdrücken, ohne dass wir den aktivieren. Das wäre vielleicht mal richtig klug. Warte, ich mach das nochmal. Müssen wir gerade nochmal ein bisschen hin und her eiern, aber... Machen wir nochmal so. Legen den hier rauf, drücken den hier runter. Toll. Ganz toll. Ich habe es manchmal echt langsam verlernt. Muss man wieder nachdenken, wenn ich mit meinem Paar rede. Aber drei Viertel war auch das, was ich mal lernte. Aber eigentlich verlernt man das ja nicht. Also ich finde, entweder man passt sich da irgendwie auch ein Stück weit an. Oder man ist halt sturköpfig und... fügt sich dann halt eben nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? Wie? Nur wie? Nur wie, 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 wie? Welcher war das? Lass mal den los. Der hat nämlich den ersten irgendwie gesteuert. Aber das ist ja okay. Der ist ja gerade zu... Muss ich es denn auch immer callen? Jetzt komme ich ja nicht mehr ran. Warum? Warum fühle ich mich so dumm? Nee, der drückt den anderen wieder runter, aber den drücken wir dann... Hä? Müsste der jetzt nicht eigentlich hochgegangen sein? Jetzt. Das ist so weird. Liegt vielleicht auch einfach nicht... mein... Wird's, oder? Liegt vielleicht mal nicht. Ich habe mir immer noch keine Viertel-Vortorte bestellt. Oder Viertel-leckeres Getränk. Naja. Wenn das ganz Getränk nicht halb voll ist, sondern nur viertel voll. Viertel vor Kilo Hackfleisch. Das hat doch nicht wirklich jemand gesagt. Also ein Viertel Kilo, okay. Aber Viertel vor... Viertel Kilo klingt auch schon komisch. Man sagt doch immer Gramm. Wer ist denn so kaputt? Wer sagt denn sowas? Und was mache ich hier? Ich weiß noch nicht, wie ich an das Rote rankomme. Jetzt habe ich es noch mehr kaputt gemacht als vorher. Den nochmal? Ich habe dann immer Pläne, aber ich denke die immer nicht zu Ende. Das ist auch dumm. Welcher war denn für den ersten? Ach, der zweite. Oh no, der zweite war das. Kann ich ja noch dreimal drauf rumdrücken. Der da. Hä, wie soll ich denn dazwischen kommen? Wie habe ich denn das vorhin gemacht? Nee, komm nicht dazwischen. Ich hab das Gefühl, ich hab's einfach schon verkackt. Ich glaube, ich gehe einfach rein. Ich glaube, ich gehe auch einfach rein. Ja, ich glaube, wir gehen einfach durch den Hintereingang und dann müssen wir hier uns nicht mehr abmühen. Ja, die Katze kommt auch hier mit so komischen Spitzer um die Ecke. Wilde Sache. Warum machen wir das nochmal? Und sicher, dass es nicht verbuggt ist? Weil das funktioniert ja nix. Ja. Ein tolles Spiel. Hat dir damals echt viel Spaß gemacht. Mir eigentlich auch. Also abgesehen von den ein, zwei Minigames, die wir bisher hatten. Ich finde, die Rätsel sind super entspannt. Muss kurz gucken. Ich habe mir das auch extra aufgeschrieben, hier die ersten paar Schritte.
Und die Minigames machen mich fertig. Also ich komme hier nicht weiter. Ich habe, glaube ich, schon eine Stunde oder so einfach nur in diesem Minigame versessen. Ist es kaum so. Das Spiel an sich, ja, dauert vielleicht so 5 Stunden. Das Minigame 2. Etwa 2 Stunden oder so. Das ist solide. Das machen wir jetzt nochmal genau so bei dem. Also oben. Unten. Links. Und links. Ach, guck mal, der obere drückt den runter. Okay, das war das. Oh. Hilfe. Einfach Hilfe. Du sparst die Buchstaben. Ach so, natürlich, weil die kann man ja dann irgendwann anders dann günstiger kriegen oder was. Bei dir gibt es nur 13.15 Uhr. Und Punkt mit 15:45 und nach und der, nee, gar nicht erst anfangen. Der wird einfach digital abgelesen oder was? Das ist auch nicht verkehrt. Für super schwere Worte wie auf, zu, an, bei. Also du sparst einfach Wörter ein. Das ist, ne, für schlechte Zeiten und so. Ich verstehe das. Das ist okay. Können wir machen. Was können wir jetzt noch machen? Das Ding ist mit dem ersten verbunden. Also der erste mit dem anderen. Wenn wir den drauflegen vorher. So. Dann den wieder nach oben. Okay, warte, ich schreibe das nochmal ganz kurz auf. Den linken, den rechten, also den ersten roten und dann den oberen roten. Okay, okay, okay. Das ist ein Ding, das finde ich geil. Das finde ich gut. Das Problem ist jetzt wieder, dass wir halt das hier runterkriegen müssen. Da würde ich einfach behaupten, wir gehen nochmal mit dem anderen Bubsel hier ran. Oh, der takt nicht ein. Ja. Ja, gut, okay. Ist halt lose. Nein, das ist mal Finger weg davon. Dann kriegen wir den runter und können den hier festmachen. So, so weit, okay, okay. Moment. Den drücken, für den drücken. Okay, okay, okay. 13, 15, ja, geht auch alles, ja. Man kann einfach Zahlen aussprechen. Das funktioniert auch sehr gut. Ich meine, wenn mich irgendjemand fragt, wie spät es ist, lese ich halt die Uhrzeit ab. Es ist sehr, sehr selten, dass man da noch groß mit 3/4 oder irgendwas anfängt. Das Schloss wird einfach überall eingebaut werden. Kommt kein Einbrecher mehr rein. Es ist, ganz ehrlich, nachdem ich dieses Schloss geknackt habe, ich sollte mich einfach mal an Schlössern versuchen. An echten, realen. Kann doch gar nicht so schwer sein wie das hier. Geht doch gar nicht. Die 0600 muss morgen aufstehen? Ja, gut. Oh, nee, das... Die haben ja, glaube ich, auch größtenteils ihre geraden Zahlen. Ich habe die noch nie irgendwie 18, 15 sagen hören oder sowas. Hallöchen, CJ. 0400. Ja, du hast dafür aber auch früher Feierabend. Ah, das ist einfach ist, ne, wenn es einfach einfach ist. Was hatte ich nochmal vor? Ich hatte Sachen vor, ne? Wir können den nochmal antackern. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Und nu? Ich weiß nicht mehr, welcher das war. War das der da? Ich leg den mal drauf. Okay.
Ich, Du, ich bin arbeitslos. Da ist um 6 sehr früh. Ja, ja, gut. Ich meine, du hast ja auch deine ganzen Termine noch und deine Wehwehchen, um die du dich kümmern musst. Irgendwie will man ja den Tag auch noch nutzen, ne? Können versuchen, das war der, der schräg gegenüber liegt, den anderen festzutackern. Genau, den haben wir jetzt getackert. Getackert finde ich gut. Dann müssen wir den gelben nochmal festtackern. Festgetackert. Ich schreibe jetzt mit, ne? Es sieht absolut wirr aus mittlerweile. Das sieht man noch nie. Sieht besser aus so. Kann mich auch dumpf dran erinnern, dass ich da dann auch nicht früh auf war. Ja nun. Der Tag nutzt mich. Oh no, bitte fühle ich dich benutzt vom Tag. Du musst den Tag zu deiner Bitch machen. So läuft das hier. Ich will gar nichts drücken, ne? Ich habe richtig Panik, dass mich wieder alles hochfliegt, sobald ich diesen Stab drücke. Aber ich glaube, wir haben es eigentlich geschafft. Oh, haben wir es geschafft? Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Easy! Hä, ist doch voll leicht gewesen. Das Rätsel hat jetzt noch eine halbe Stunde oder so gedauert, nachdem ich da gestern schon fast eine Stunde dran saß. Super easy. bei der komischen verqueren Zahl hier. Wunderbar. Da habe ich Striche und Punkte und Zahlen gemacht. Das ist doch easy. Easy. Holy shit, erstmal speichern. Erstmal speichern hier. Das war ja schon ein bisschen brutal. So wie Wehchen. Sag's was, morgen krank. Was? KG? Was war denn KG schon wieder? Ich vergesse es immer wieder. Krankengeldsachen? Noch duschen und anziehen und Sachen. Nee, Krankengymnastik. Krankengymnastik ist es. Ich weiß es doch. Es ist Krankengymnastik. Ist gruselig. Da steht da der erneute Fragebogen an. Wieso denn schon wieder? Und dann essen, kochen und dann darfst du umfallen. Naja. Was, ich nutze den Tag? Nein, nein, nein. Mach den Tag zu deiner Bitch. Stundenzahl? Was ist denn eine Stundenzahl? Krankengymnastik? Ja, ich weiß. Hab's da noch, ja. Der Kontrollgriff. Kontrollgriff finde ich gut. So. Haha, 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 haha. Die Bilder sahen schon echt geil aus. Die links erkenne ich nicht, aber die rechts kenne ich umso besser. Ida hat mir nie gesagt, dass er für ihn Modell bestanden hat. Mann, das Bild sieht auch noch echt geil aus von Ida. Lecken. Habe im Übrigen auch schon mal getestet. Spiel Nummer 2 sollte auch kein Problem darstellen. Das geht dann zwar, also ich mache es dann wieder nur mit Bildschirm-Dingsy, aber es sind für euch schon Vollbild. Das klappt ganz gut. Die linke erinnert mich an Franziska, aber die rechte kenne ich nicht. Fest hier noch hinter dem Vorhang. Ladana. Und Apollinas Bild ist nun auch fertig. Die Farbe trocknet noch. Ach, krass. Aber ja, die haben ja eigentlich gerade eben erst gemalt und... Oh, wie hieß die? Die eine hat uns hierher geschickt. Ja, ja, Namen. Bitte Namen hier einfügen. Was in diesen Termine so weitergeht. Und das noch Diagnostik. Oh. Malen kann er, ja. Die hieß Frau. Ja, ja, bestimmt. Ach, guck mal, das ist ja auch wirklich wie aus der Opening-Sequenz, wo man halt hier halt jemanden stehen sehen mit dieser fetten Leinwand, irgendwas gemalt hat, während hier eine Tote lag. Ziemlich sicher, dass da im Opening eine Tote lag. Blut. Und zwar noch frisch. Oh, oh. Hat er das zum Malen verwendet, zum Teil? Wieso finde ich hier nichts weiter? Da. Die auffälligen Pixel.
Mr. Ackermann, Ihr Verhalten ist finanziell nicht mehr tragbar. Ihr Vater gibt sein Amt als Botschafter auf. Sie kehren in Kürze mit ihm nach Amerika zurück. Packen Sie Ihre Sachen. Patrick Bell, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika. Haben Sie ihn rausgeworfen? Hallöchen, Miss Genie. Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, läuft alles gut bei dir. Dass sie deine andere Hälfte ein bisschen erholt hat. Dass ihr gut vorankommt. Pamala gibt mir Blut und anderen körperlichen Materialien gemeint haben. Ja nun, es ist nicht so weit hergeholt, ne? Haben wir, was wir brauchten? Wir gehen einfach. Ich habe Blut gefunden, reicht. Ja. Hä? Was hatten wir denn noch eingepackt? Hat der nicht irgendwie ein Buch genommen oder so? Was hat der denn eingepackt? Was stand denn hier links? Hallöchen Michi und Hallöchen Dori. Habt ihr noch ein paar Punkte übrig? Das ist aber schön. Sehr lieb von euch. Da freue ich mich. Oh shit. Kommen wir ja doch schneller dem Ganzen näher als gedacht. So, Herr Inventar. Muss mal was essen. Na dann, guten Hunger. Haben heute die ersten Sachen zum Haus gebracht. Aber in der Kaufzeit wurde da der Briefkasten aufgebrochen. Und einen Zaun kaputt gemacht. Och nö. Oh, da kann doch nicht. Warum? Warum sind denn die Menschen immer so? Aber deiner besseren Hälfte geht's super. Sehr schön, freut mich. Also. Haben wir das gefunden? Ich glaube, ich habe gerade das Okkultismusbuch aufgesammelt. Weil die Menschen. Das ist man, ey, wirklich. Ich meine, wenn es halt wirklich, wirklich, wirklich komplett heruntergekommen ist, wirklich so ein Lost Place ist, das wirklich auch niemanden gehört in dem Sinne, wo sich keiner drum kümmert, sollen die doch da irgendwie ein ganzes Chaos machen, sich irgendwo ausleben. Es gibt sogar Räume, wo man alles zerstören kann. Aber warum denn fremdes Eigentum beschädigen? Das macht mich wahnsinnig, sowas. Man kann froh sein, dass nicht mehr kaputt gemacht wurde, ja, dass die nicht noch Fenster eingeschlagen haben oder irgendwas. Also sowas geht halt auch mal ganz schnell, ne? Ich finde schon Zaun und Briefkasten, das ist schon ordentlich. Das muss ich echt schon abgemüht haben mit. Vielleicht hatten die auch irgendwas gegen die Vorbesitzer, weiß man ja auch manchmal nicht. Oh, ganz kurz umsetzen. Knie. Auszug aus dem Tagebuch von Winthrop Hadley Hour. Aber ich war so durch fantastische Vorstellungen verwirrt, dass ich im Nachhinein glaube, dass es nur ein paar Minuten gewesen sein konnten. Sogar in diesem benebelten Zustand konnte ich den Schluss ziehen, dass im Wermut eine Art Narkotisierungsmittel sein musste, der diese Wirkung hervorrufen sollte. Wir kamen dann in einen Grasbereich, wo mich eine leichte Hand auf einem gewundenen Weg entlang führte, der schon fast kreisförmig zu sein schien, aber auch ein paar scharfe Biegungen enthielt. Anfangs versuchte ich noch die Anzahl der Biegungen zu zählen, aber ich verlor mich bald schon den Überblick wegen dem Geflüstere um mich herum, von dem ich nicht viel verstand, außer dass es eine Art rhythmischer Gesang war. Ich konnte keine genauen Worte verstehen. Hä, was? Dass jemand von der Bullerei war zur Fahndung ausgeschrieben. In einem Knöllchen. Oh. Hä? Das ist ja merkwürdig. Das ist ja ein bisschen. Menschen, einfach Menschen. Ich bin kein Mensch, nein, nein, ich bin anders. Auf diese Weise konnte man mich komplett orientierungslos machen. Mein Geist sprang kontinuierlich von einem Gedanken zum nächsten und die Klänge, die ich wahrnahm, trugen nur noch mehr zum Chaos bei. Und als ich am Ende des Weges ankam, auf dem man mich führte. Hallöchen, Tabi, vielen lieben Dank für deinen Lurk. Okay, so unterbrochen hier.
quasi Begrüßung für Tammy hier. Nicht anders verdient, definitiv nicht. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Stream. Bestell dir mal einen Briefkasten. Naja, so kannst du dir jetzt deinen eigenen Briefkasten aussuchen. Ja, jetzt hast du da ein bisschen mehr Freiheiten. Du vielleicht früher, als es sein musste oder so. Oh, warte, Leute, ey. Chaos und so. Und als ich am Ende des Weges ankam, auf dem er mich führte, konnte ich überhaupt nicht mehr beurteilen, wie weit ich in eine bestimmte Richtung gegangen war. Sowohl Körper als auch Geist waren vollkommen verwirrt. Plötzlich hörte ich den unpassenden Klang eines Klaviers irgendwo in der Nähe. Die Hand ließ meinen Arm los und ich lief auf die Musik zu. Ich ging dabei über ein paar Stufen und eine flache Oberfläche aus kaltem Stein. Ich kann so schlecht lesen mit den Sachen im Hintergrund, ne? Ach. Ich kam in einen Raum, in dem die klimpernden Klaviertöne von den Wänden zurückgeworfen wurden. Was lesen wir hier denn noch? Was ist denn das? Lesen hier irgendwo okkulte Tisch, das Buch und so? Was war das? Woher kam der Sound? Da hat jemand den Petro getriggert. Zart und Knöllchen, sonst werdet ihr ratzfatz zur Fahndung ausgeschrieben. Könntet ersatzweise dafür tageweise in die Klasse gehen, ja. Ja, Tammy ist ein Bot. Vom Bot Tammy? Nein, vom Bot, Tammy. Ja, ja, manchmal werden die Leute hier einfach so mit begrüßt. Das ist normal, das ist ganz zufällig. Stolpert man damit so rein. Eine gedämpfte Stimme dirigierte mich bis zu meinem Raum. Einem, den ich als meine Augenbinde abgenommen wurde, als einen geschmückten Fesser identifizierte, zu dem ich durch einen Innenhof gelangt war. Als meine Arme wieder entfesselt wurden und ich an meinen Handgelenken rieb, blickte ich umher, um zu sehen, was als nächstes kommen könnte. Die Einrichtung war im Stil wie jeder andere Highschool-Society-Festsaal. War das irgendwie ein bisschen darüber? Na, einschließlich eines Porträts ihrer Majestät, die abschätzig auf uns niederblickte. Der Unterschied war, dass sich eine ungewöhnliche Anzahl von Leuchtern an den Wänden, befanden. Das ist halt so ein alter Soundflicky. Das ist halt so. Naja. Das ist nicht alles. Nur Bots, irgendwelche Programme, die miteinander chatten. Nee, das ist quasi rundenbasiertes Kampf und so. Ihr chattet ja quasi rundenbasiert. Naja. So ist es. Mhm. Oh, der ey. Werft ihr mal doch eure Kartoffeln da ein bisschen durch die Gegend. Die Leuchtern an den Wänden befand und natürlich das düstere Porträt eines Mannes, das hinter dem Klavier hing. Aber natürlich wären diese Unterschiede den meisten Leuten nicht aufgefallen. Wenn ich die Person im Raum erst jetzt beschreibe, dann aus dem einfachen Grund, dass die bloße Erinnerung an ihr Aussehen mir einen kalten Schauder über den Rücken jagt. Wer hat denn das geschrieben und warum hat der Zeichner davon ein Buch, eine Ausgabe? Was ist denn das? Es waren alles Männer, die komplett schwarz gekleidet waren und cremefarbene Masken trugen, die denen der Commedia dell'arte ähnelten. Die Masken waren ausdruckslos, das heißt, sie hatten nur Löcher für die Augen und Schlitze für die Nasenlöcher, wodurch sie so neutral aussahen, dass sie mich an den Tod oder an das Jenseits denken ließen. Sie hielten sich an den Händen und bildeten einen Kreis. Ich stand in der Mitte. Genau das. Ich war so stark beeindruckt, dass ich die auf dem Boden liegende nackte schwarze Frau erst bemerkte, als ich sie mit meinem Fuß berührte. Zuerst glaubte ich, sie sei tot, aber es waren keine Spuren der Gewalt an ihr zu erkennen und dann sah ich ihren Hals sich leicht bewegen. Ich dachte, sie sei in einer Art narkotisch herbeigeführtem Schlummer. Einer der Männer fing an zu sprechen, aber ich kann nicht sagen, wer es war, da die Stimme aus verschiedenen Richtungen zu kommen schien und ich natürlich keine Lippen sah. Und immer wenn ich dachte, ich hätte die Stimme lokalisiert, schien sie aus einer anderen Richtung zu kommen. Man sagte mir, dass wenn in dieser Nacht der Schleier am dünnsten wäre, ich dazu auserwählt sei, eins mit den anderen im Kreis zu werden, um ihn zu empfangen, genau wie die anderen es getan haben. Was sind denn diese langen Sätze? Wer schreibt denn sowas? Oh, böse.
Ich konnte nicht mehr herausfinden, was er damit meinte, da mich etwas an der Schulter berührte und meine Haut plötzlich ganz schnell warm und dann heiß wurde und mein Kopf sich mit Geräuschen, Lichtern und einem anderen Gefühl füllte. Ich erinnere mich an nichts weiter als an diese Nacht. Ich wachte wieder zu Hause in meinem Bett auf, immer noch nackt, aber ohne Spuren von Schlamm oder Erde an meinem Körper, die einen Hinweis auf die Ereignisse des Vorabends hätten geben können. Das dachte ich zumindest, bis ich unter zwei Fingernägel hellbraune Flecken feststellte, die nicht von Erde stammten. An der Unterseite meines linken Handgelenks war ein schwacher, rötlicher Abdruck, der aussah wie... Das ist schon ein bisschen... Ja, okay. Nett. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, ja. Er soll aber kein Ende vom Satz finden. Ja. Geht gemein. Warum haben wir eigentlich gar keine Musik? Das hat jetzt... Ein bisschen Musik hätte schon ein bisschen geholfen. Ich kann mir Anni gut als Marmeladen Anni vorstellen. Was? Tod auf dem Boden, oder was? Ich mit meinen Taten mir auch immer wieder. Was haben wir denn noch? Das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier nur mal kurz gucken. Blut. Und zwar noch frisch. Und sonst nichts, oder was? Da haben wir das Zettelchen gefunden und weiter kommen wir in dem Raum nicht. Nee, da müssen wir zurück. Was sind die Lizenzen für die Geschichte? Wenn ich tot auf dem Boden liege? Die Geschichte? Tja, also für die schicken Bilder dieses schwere Minigame? Nein, weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ist dann nicht auch wieder die Frage, wie alt die Künstler sind? Ist es nicht dasselbe? Das ist der Park. Beziehungsweise, wenn die das nicht sind, dann irgendwie die Nachkommen oder so, ne? Atelier? Ich bin reingegangen, aber es war niemand da. Haben Sie etwas gefunden? Nein, aber ich muss unbedingt mit Skalnik reden. Hä, doch, wir haben was gefunden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Milena. Blut? Sie sollten bald heimgehen. Buch? Eine Nachricht? Sagen Sie mir, was Sie gefunden haben. Nichts. Seien Sie unbesorgt. Oh, ey, ist schon ein bisschen fies, ne? Ich meine, ja, sie soll sich nicht noch mehr Sorgen machen, aber... Jetzt macht die sich ja noch mehr Gedanken. Ah, na gut, wir gehen zur Polizei. Und diese Liste hat ihr Enkel wegen der Lizenz organisiert. Ach, das ist ja auch nett. Hä, wo ist er denn hin? Wo sind denn alle? Hallo? Dieses Stuhldesign wird sich nie durchsetzen. Hä, was ist die da, diese hässlichen Stühle? Wieso reden wir über Stuhldesign? Was ist denn sein Business? Ich habe einfach so vorgelesen. Ja. Die diverse Sachen einfach so vorgelesen. Ich will doch mal hier hingehen. Hier war schön. Jetzt ist es so ruhig hier. Ah ja. Hilfe! Ich bin hier zu Unrecht drin. Hilfe! Scheinbar hat das jeder. Aschenbecher. Ich glaube auch nicht, dass sie die Lizenzen hat. Ich glaube, sie hat einfach nur vorgelesen. Nun, Herr Inspektor, sind Sie mit der letzten Zahlung zufrieden? Ja, das könnte man wohl sagen. Der Botschafter wünscht Ihnen viel Erfolg bei Ihren Nachforschungen nach dem Mörder. Unsere kleine Abmachung dürfte damit honoriert sein. Leben Sie wohl, Herr Inspektor. Richten Sie dem Botschafter meinen Dank aus. Was den Mörder betrifft, so dürfte das passende schwarze Schaf bereits gefunden sein. Natürlich hängt sie es ihm an, ne? Ist nicht wahr. Wow, das haut mich um. So hatte ich mir dein Zimmer nicht vorgestellt. Miller, was zum Teufel machst du hier? Ich habe eher was im Stil von Hellraiser erwartet. Verdammt, Miller.
Tut mir leid, aber ich wollte dir nur sagen, die partiellen Abdrücke und die auf der Flasche stimmen zu 99% überein. Wirklich? Ja, und ich dachte mir, du würdest Collar sicher befragen wollen. Okay, wir treffen uns dort. Unternehmen nicht. Ich hätte ihn wirklich hierher geholt. Geht in Ordnung. Ist es übrigens jetzt auch gerade eine Anspielung gewesen, das habe ich auch von Anfang an vermutet, dass er der Mörder sein könnte. Ist ja häufig so, dass gerade wenn man da viel drin rumwuseln kann in den Fällen, da schnell mit dran ist und er ja auch noch den Zugang hatte zur Leichenhalle. Also, Entschuldigung, aber der steckt da schon tief mit in der Polizei mit drin. Weil ich aber nicht zu 100% davon überzeugt bin, als es diese Verfolgungsszene gab, weil er hat ja da trotzdem noch gechillt im Stuhl gesessen. Mal gucken, ob er noch einen Mitarbeiter hat oder ob es wirklich doch irgendwie war. Oder ich völlig auf dem Holzweg war. Aber er ist bisher mein Hot Guest Number One. Der dumme Gehilfe. Immer eine gute Tarnung. Discord-Treffen, Anni liest was vor. Ja, wenn es da Bedarf gibt. Ich habe auch so ein relativ älteres Buch noch von meiner Oma. Mit den guten Märchen. Mit den guten. Die kennt dann auch mal noch nicht jeder. Dass er da ist. Aber nicht weiß. Was? Gespaltene Persönlichkeit und so. Erbkrankheit. Oh. Ich glaube ja nicht mal, dass es eine gespaltene Persönlichkeit ist. Ich glaube an seine Unschuld. Die Unschuld. Ich glaube hier niemanden. Hatten wir was vor? Kapitel 5 sind wir mittlerweile. Haben wir jetzt eigentlich Plätzchen gebacken? Leben die noch? Oder sind die verbrannt? Die haben uns damit auch so viel Mühe gegeben. Ach, das war ja auch so nervig. Diese Minigames, die du so hast. Oh. Wir lügen nicht. Nein. Ich habe seit Jahren nicht mehr gespielt. Das geht sicher in die Hose. Na dann lieber nicht in die Hose. Wo sind meine Kekse? Wo sind meine Kekse? Eine Tempobox neben die Tastatur. Für die nächste Überschwemmung und so. Danke für die Bitte. Die Überschwemmung kommt nicht. Nein, nein. Aber sehr gerne. Der Likurumann hat gesehen, wo er sich befand und lief aber da drin. Ist er weggelaufen. Der Vater ist auch weggelaufen und der andere auch gleich mit, oder was? Ich bin gar nicht zugehört. Wollten wir nochmal ins Büro? Haben wir da jetzt irgendwelche neuen Hinweise? Wohin wollen wir denn folgen? Naja, hätte er uns ja auch anrufen können, so rein theoretisch, oder? Die hat immer so komisch. Müller hat jetzt also mein Kinderzimmer gesehen, dank Papa. Ich werde dafür sorgen müssen, dass er seine Klappe hält oder jeder im Büro weiß Bescheid und ich muss wieder meine Sachen packen. Es sollte allerdings nicht allzu schwierig sein, Müller so einzuschüchtern, dass er seinen Mund nicht aufmacht. Ich hoffe bloß, Müller redet nicht mit Cola, bevor ich da bin. Die Abdrücke stimmen zwar überein, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Cola unser Mann ist. Genauso wenig, wie ich mir vorstellen kann, noch mal einen Fuß in dessen Wohnung setzen zu müssen. Ach, die ist echt zu heftig. Ja, danke, wir müssen gerade hier hin. Resident Evil 2 Original? Was genau klingt danach? Mit dem Auswählen von dem Menü, wo man hinfährt? Hat er gut gepasst mit der Überblende. Ne? Natürlich. Das war ja. Dafür war es gut. Das wäre schon fies, wenn er jetzt so. Danny, wo bist du hin? Ich dachte, der wäre im Jacuzzi oder so. Danke für die Abdrücke.
Nicht der Rede wert. Kommt mit auf die Rechnung. Achso, da unten. Ja, gut, das ist halt. Hä? Sind die oben? Beweisfach? Katze, willst du raus? Ich bin gleich wieder da. Katze schon wieder eine Decke oder was? Ist die so kalt? Nach oben. Da ist schon warm und kuschelig im Büro. Naja, hat sie doch heute irgendwann auch schon mal ein bisschen gesagt. Die hat sich quasi schon eingemurmelt. Schon für den Herbst bereit gemacht und so. Ich sitze hier immer noch so in meiner dünne Hose, schön hochgekrempelt. Einfach nur ein Top. Hier liegt nix. Meine Ablage, wo wir eigentlich nur die Leutchen haben, liegt auch nix. Wo sind denn jetzt die Fingerabdrücke? Ah, das Fach für Beweismaterial. Ja, toll, ne? Das ist schön. Sollen wir mit unserem Chef quatschen, ob wir jetzt wirklich gefeuert sind, vom Fall abgezogen sind oder was der Plan ist? Ich will jetzt wirklich nicht mit ihm reden. Ja, gekribbelt. Ich glaube, wir müssen zurück zum Campus, kann das sein? Bin verwirrt, aber so richtig. Ich hätte einfach zuhören können, was er sagt. In meiner Wohnung weiß ich nicht. Bestimmt 20 Grad. Ist einfach immer warm. 20 Party hier. Na, trotzdem, mein Zimmer ist irgendwie noch so warm ein, weil ich glaube, die Wände haben sich einfach so aufgeheizt noch von der letzten Woche. Hab das heute durch Lüften nicht rausbekommen. 16 Grad sind auch immer gutes kurze Hosen. T-Shirt-Wetter absolut. Da hatte ich mit Salbanscheiben vorfallen. Nein, ja gut, nein. Aber Hallöchen, Soap. Bei dir ist angenehm temporiert. Campus? Da ist er doch. Ich dachte, wir müssten das noch alles abholen oder sowas. Nein. Kann ja sein, dass er ihm das jetzt auch noch anhängen möchte oder so. Noch Hinweise platzieren. Hallo, Miller. Hallo. Der Bobard, wo fährt der hin? Ach, Katz. Uff. Vaclav, wir müssen Sie sprechen. Die charmante Agentin ist zurück. Charmante Agentin? Was soll denn das? Psst. Hast du das gehört? Was denn? Ist sicher der Fernseher. Glaube ich nicht. Doch. Ich glaube, da läuft Clockwork Nightmare. Nein, da hat man auch schon das Poster ist zu gesehen. Ein Film. Ach, Quatsch. Das nennt man eine berechtigte Vermutung. Mensch, Victoria. Fordert Date an. Verdammt. Mach ich. Spät. Bin ich schon gut drauf. Mila. Hast also doch recht gehabt. War bloß ein Film. Mach keinen Scheiß. Wir können echt Ärger kriegen. Mensch, relax. Komm, schauen wir uns mal sein Zimmer an. Na also, hab ich doch recht gehabt. Ist wohl Clockwork Nightmare. Aber wo ist er? Er ist schon ein bisschen auffällig. Komm nun ins hintere Zimmer. I want to believe. Oh, der hat auch Probleme, ey. Ah. Ich will einfach nicht hier sein. Der Typ ist krank. Ach was. Hast du nicht die Bilder an den Wänden gesehen? Na und? Welche Bilder? Alles Horror, Mord und Pornobilder. Findest du das normal? So sieht's beim Drittel aller Jugendlichen aus. Der Typ ist unschuldig. Wir sind nur wegen seiner Abdrücke hier und nicht, um ihn in den Dreck zu ziehen. Das tun schon die Anwälte. Katze, bitte setz dich wieder auf deinen Tower. Hey, wir brauchen einen Officer, um eine Tür zu bewachen.
Was? Geht ihr erst Tür bewachen? Wenn ich das mit Luminol einsprühen würde, bräuchte ich sicher eine Sonnenbrille. Oh Mann, ey, widerlich. Hey, das sind die Preisträger. Bundy, Gacy, Berkowitz, Ramirez, Fish, Ridgway und DeSalvo. Das sind alle Bilder vom Mordfall wahrscheinlich. Bilder von Opfern von Serienmördern. Na, der hat ja quasi in dem Fall von unserem Großvater damals Bilder ermittelt. Bilder von Opfern von Serienmördern. Oh, Katze, bitte, setz dich hin oder so. Die Wäsche steht ja förmlich vor Dreck. Eine Schnurrt aber peitscht irgendwie mit dem Schwanz, weil ich sie nicht streiche, aktiv. Du sitzt sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass Clockwork Nightmare sogar eine Fortsetzung hat. Guck mal, ich mach dir hier Platz, schieb ein bisschen Tastatur und dann kannst du dich auch einfach direkt hinlegen. Verschiedene Artikel über Serienmörder. Na gut, gehen wir mal zum spannenden Teil über. Der PC geht gar nicht. Oh lol, ich dachte, jetzt. Ich habe in meinem Job ja schon viele abartige Dinge gesehen. Aber diese Unterhosen schlagen alles. Wieso guckt sich die Unterhose an? Ich will den PC. PC und so. Hängt da ein Duftbaum an der Tür? Der wird jetzt auch nicht groß helfen. Der wird überhaupt nicht helfen. Na, gucke mal. Die Nachbarin. Was ist los? FBI. Hallo. Katze. Sie müssen Mia sein, stimmt's? Ja. Und mit wem habe ich die Ehre? Ich bin Agent McPherson und das ist Detective Miller. Sie wissen nicht vielleicht, wo wir Wackler finden können? Doch, das weiß ich. Ich habe ihn vorhin bei der Arbeit gesehen. Er bekam eine Massage oder nahm ein heißes Bad. Ich weiß nicht mehr genau. Wo arbeiten Sie? Das Outfit ist schon ein bisschen gewagt, ne? Natürlich Jade Yuki. Ich hoffe den Spruch einfach. Ich glaube, die kommt von der Arbeit, andersrum. Und wo arbeiten Sie? Hier, meine Karte. Die Adresse steht hinten drauf. Kannst du das überprüfen? Wir treffen uns dann dort. Klar. Besser als hier dumm rumzustehen. Pissi, bitte, danke. Oh, und so, ich wünsche dir noch einen angenehmen Lurk. Musst du dich entschuldigen? Das ist totally fine und so. Oh, Katze, bitte. Hör auf, dich hier zu drehen. Da, dein Stuhl. Komm, ich zieh dich hier näher ran. Du willst wieder raus? Du willst wieder raus. Ich riesig. Die rennt hier die ganze Zeit im Kreis. Hilfe. Können Sie mir verraten, was Sie dort genau tun? Sicher doch. Ich kann es Ihnen sogar zeigen. Ihren Schultern und dem Nacken nachzuurteilen, sehen Sie ja sehr verspannt aus. Kommen Sie doch mit. Sind nur ein paar Schritte bis zu meiner Wohnung. Danke für das Angebot, aber leider nein. Ich muss unbedingt Ihren Freund Vaclav sprechen. Meinen Freund? Vaclav mag ja ein netter Kerl sein, aber kein Freund von mir. Er ist nur ein Nachbar. Na, so hätte ich jetzt nicht nein gesagt. Für gute Massage nehme ich mit. Katzenklappe, schön wär's. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihren Fragen unterbreche. Aber darf ich mal ganz offen sein? Ja, wenn's unbedingt sein muss. Mehr als passiert. Ich glaube, die kennt sich einfach gut aus. Sind Sie bereits vergeben? Das hatte ich nun nicht gerade erwartet, aber ich glaube, Katze hat recht. Die Antwort lautet ja. Wie schade, aber auch. Ich kann nun leider nicht länger plaudern, aber ich kontaktiere Sie später wieder. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Jederzeit. Mein Angebot steht, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten. Ich melde mich. Okay. Oh. Hallöchen, Amir. Sorry. Da bin ich direkt überrascht worden hier. Erstmal bei so einer Situation oder beim Trinken. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Was gab's denn Schickes bei euch? Und ihr Feinis, ne? Wenn ihr so gut seid. Da kommt bestimmt gleich so ein kleiner... Jetzt müssen wir kurz umklicken, so. Was habt ihr denn da noch gemacht? Das da, okay, ich sehe.
Da kommt bestimmt gleich ein kleiner tüscher Schauder aus. Dann könnt ihr da mal aufs Herzchen drücken und so. Ist mich auch ein ganz entspannter Stream da drüben. Wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. Na, magst du sagen, was ihr heute gemacht habt? Ich habe mit uns geflirtet. Kann man alles erklären? Ja, ja. Wir wurden fast abgeschleppt hier. Ich meine, ich habe nichts gegen so ein bisschen Massage, so, aber das ging jetzt schon ein bisschen deutlich weiter. Da so drehen wir die Tasten. Stray. Ah, oh, cute. Heute ist angefangen. Was habe ich denn letztens wieder gesehen, als ich reingeguckt habe? Was hast du denn da vorgespielt gehabt schon wieder? Hat ja Spiele gedreht, die einen Stream lang sind. Ja, sehr schön. Also komplett durchgezogen. Also was müsst ihr vielleicht auch mal machen. Das wäre richtig klug. Ich habe mir extra so kurze Spiele als... Ich weiß nicht, wie nennt man das so als... Oh, Wortfindungsstörungen. Ist noch gar nicht so spät heute. Als Kategorie für die zukünftigen Spiele gesetzt. Aber auch so eine Idee... Nee. Stray ist kurz. Man kann es relativ fix durchspielen. Ja. Habe ich beim Errungenschaften und so holen mitgekriegt. Gibt da ein paar solcher Spieler, die relativ kurz sind. Also nur wenn sobald man Zeit irgendwie innerhalb von, ich sag mal, 6-8 Stunden oder sowas, das geht schon noch klar. Haben wir ihn jetzt weggeschickt? Was haben wir denn mit unserem Depperten gemacht? Clockwork Nightmare. So, in die Wohnung will ich nicht nochmal rein. Definitiv nicht. Sie haben mich gerufen, Agent McPherson? Ja, ich möchte, dass Sie die Tür im Auge behalten, falls Vaclav Koller aufkreuzt. Beschreibung? Circa 1,80, schwarzhaarig, Brille und Narbe im Gesicht. Okay, ich sag Bescheid, falls er auftaucht. Super. Danke, Tate. Okay. Achso, er macht jetzt wirklich einen Türsteher hier. Naja, Tür ist nicht mehr viel da, ne, deswegen. Upsen. Dass die Adressen schicken? Okay. Hast schon häufiger gehört, kann man einfach klauen. Oh, perfekt. Ich mach dann auch so mit TM, Damniva. Dann passt das bestimmt. Ich fass da nichts an. Nee, ich fass da nichts an. 5,5 Stunden habt ihr gebraucht. So geht ja. Passt voll. Getting over it kann man auch mit einer Minute schaffen. Oder einem Jahr. Habe ich ja auch dann mit irgendwann zum Ende hin speichern gemacht. Das hätte ich nicht mehr durchgespielt. Du meinst die 5, ne? PS5 Pro? Bro? Die Pro kommt am 7. November. Weiß ich nicht. Braucht man nicht, oder? Für 800 auch noch. Dafür, dass die ein bisschen mehr kann als das Original. Ich will immer nur meine Spiele spielen. Ich will die doch nicht heiraten, Mann. Du musst dir immer so die fette Mitgift mitgeben. Nee. Machen wir hier nicht. Auf gar keinen Fall nicht. So, wir sind auf jeden Fall heute noch ein bisschen mit entspannten Retro-Pointen-Klicken unterwegs. Dann gibt es morgen wieder ein bisschen RPG. Auch dunkel gehalten als Hexe. Was haben wir hier kaputt gemacht? Naja. Dass wir ein paar Dämonen verprügeln. Was gibt es ansonsten aktuell eigentlich noch? Ja, mit Mine sind wir jetzt mit Trine 4 durch. Da kommt dann noch irgendwann der 5. Teil und ansonsten gibt es auch Planet Crafter. So für die Leutchen, die hier noch nicht sich so doll auskennen, ne? Aber in der Regel viel Horror, viel Point-and-Click. Brauche ich einfach. Für 800 kann ich was im Monat meine Miete zahlen. Ja. Same. Retro-Rätseln. Kannst ja auch Rama von Sierra spielen. Was ist denn Rama jetzt schon wieder? Ich kenne dich nur zum Streichen. Nee, was? Hexe? Wo was? Ach, das, ja, wollte gerade fragen. Was, was, wenn ich nicht dabei bin? Was soll ich denn machen? Wir machen halt einfach morgen. Ganz entspannt rätseln da. Also, was heißt rätseln? Kämpfen, ne? Ich glaube, ich habe die Sache vermasselt. Hast du wieder versucht, den starken Willi zu spielen? So ungefähr. Oh, na, warum? Hexen seien privat. Nee. Ganz, ganz offen und so. Tex Murphy? Das wird ja mal schlimmer.
Ich habe mir ja auch von den Leisure Suite Larry Sachen jetzt auch nur die neuesten beiden geholt. Ich habe mir die alle mal angeguckt. Sind, glaube ich, von dem, was es auf Steam gibt, momentan 10 Teile oder so. Ich glaube, es sind 7. Dann irgendwas ganz Schlimmes und dann die neuen beiden Sachen. Und da habe ich jetzt einfach die beiden genommen und ich glaube, das reicht dann auch erstmal. Wo bist du denn, eine Hexe? In Black Book. Das ist so eine Art, ja, RPG. Man will versuchen, ich glaube, seinen Freund wieder auferstehen zu lassen, indem man ein paar Siegel bricht. Und die sind aber von Dämonen irgendwie bewacht teilweise. Also ganz unterschiedlichen Geistern, Sagen etc. Irgendwo in Russland spielt das. Glaube ich. War das Russland? Ist schon da noch in der Ecke. Und dann kann man damit mit so einem Kartenkampfsystem auch noch gegen die Leute kämpfen. Es ist interessant bisher. Die neuesten beiden sind doof, aber die ersten Teile sind besser. Ich weiß ja nicht. Weiß ja nicht. Slawisch, genau, so slawische Legenden und Mythen. Stimmt, slawisch war das eher. Also es macht schon einen echt geilen Eindruck. Also das macht bisher auch Spaß. Aber das machen wir bisher immer nur einmal die Woche, so am Mittwoch. Mittwoch, ja. Und wie genau? Ich komme noch klar mit meinem Leben. Ich habe nur gesagt, ich müsste einen der Kunden sprechen. Als sie mich immer noch nicht reinlassen wollte, versuchte ich es über die überzeugendere Methode. Das heißt, du hast ihm deine Marke unter die Nase gehalten, oder? Könnte man so sagen. Ach, ja, okay. Und wie ist bei dir? Wann machst du den nächsten Stream? Und was wird es vielleicht oder vielleicht auch nicht geben? Kann ja sein, dass wieder das Rad gedreht wird. Und dann? Er wollte einen Durchsuchungsbefehl sehen. Aber welcher Richter stellt uns den mitten in der Nacht und so kurz vor den Ferien aus? Schöne Scheiße. Aber warte mal. Ich habe eine Idee. Du bleibst hier, falls ich Wackler verpasse. Weißt du, wie der aussieht? Ja? Und was hast du vor? Pass du nur auf die Tür auf. Bin gleich zurück. Gib mir meine Türsteher hin. Das muss ja reichen. Ey, dieses Gefährt macht mich fertig. Die ersten halt so die Klassiker. Weil es davon jeweils auch nochmal mehrere Versionen gab. Der erste Remake. Ich bin halt der Meinung, dass die ersten mehr freizügiger sind und ich glaube, damit irgendwie wahrscheinlich eher Twitch-Probleme haben werde. Also, weiß nicht. Es ist sowieso von vorne bis hinten fremdschämen. Das ist ja das, was ihr wolltet. Reicht ja wohl. Können wir was im Büro mitgehen lassen? Sie hat eine Idee. Ich soll mal wieder raten, was für eine. Also der Rätselaspekt ist hier sehr, sehr entspannt. Das ist locker flockig durchklicken. Die Minigames sind ganz, ganz fies. Die halten sehr auf. Da haben wir heute, glaube ich, schon die Hälfte der Zeit mit investiert. Einfach nur Schloss knacken. Ganz gemein. Bitte eher alt. Kann die Erinnerung auch trügen. Hat man nicht so drauf geachtet, glaube ich, früher. Ja, ja, aber ich meine, dass doch Larry wahrscheinlich ein bisschen mehr explizit Nacktheit präsentiert als das Spiel hier. Und das ist ja das, wo Twitch sagt, schön aufpassen hier. Explizit zur Schaustellung und so. Wie und so kommt dann wieder. Und dann, ja, ja, kriege ich meinen ersten Bann hier wegen irgendeinem Larry-Game oder so. Ich sehe es doch kommen. Also dieses eine Zwischenspiel, es sah halt mehr so nach Minigames aus. Hey, definitiv konnte ich das nicht streamen. Definitiv nicht. Grenzt einfach an einem Porno oder so. Was wollen wir denn machen? Haben wir irgendwo noch Zettel? Wir haben nur Autopsie-Reports. Hat er hier noch was liegen? Haben wir hier noch was irgendwie an Dokumenten? Kannst du Witcher 3 Sexszenen haben? Nee. Das ist auch totally fine. Also wenn es halt nicht so krass zur Schau gestellt ist, ist es halt nochmal was anderes. Ich glaube auch, dass die ganzen God of War Sachen und so, da kommst du ja auch mit allem durch. Das juckt keinen. Aber ich habe so die Vermutung, dass Larry wahrscheinlich eher anstößiger sein könnte. Wo wir auch Probleme theoretisch hätten haben können, war Fahrenheit. Da habe ich sogar extra vorher versucht, den Support zu erreichen. Und die waren dann so, naja, musst du selber wissen.
Okay, danke. Wow. Wenn es theoretisch irgendwo mal auf dem Index steht oder sowas, aber halt wegen einer Szene. Die haben wir dann halt mal kurz angeguckt, da war ich wieder gut. Oh ja, genau, Fahrenheit. Genau, genau. Ne? Shadow weiß Bescheid. Ich hab's trotzdem gemacht. Konntest aktiv deinen Spaß haben. Was hat sie denn jetzt für Pläne? Kann sie mit uns reden? Muss man sich freischalten? Ja, muss man sich verdienen sozusagen. Oder will sie den von ihrem Großvater irgendwie nehmen? Muss mal eben gucken, ob sie irgendwas dazu gesagt hat. Irgendwas verbirgt er. Mia hingegen scheint nicht gerade viel verbergen zu wollen. Das finde ich schon ein bisschen gut. Und sie hält sich auch nicht, sondern nicht damit zurück, was sie mir gerne alles zeigen würde. Das ist, naja. Besteht hauptsächlich aus alten und sehr obskuren Spielen, die aufgrund starker sexueller Inhalte, Nacktheit und Blut. Genau, genau. Rockstar 2, das Magna Cum Laude, genau, und das meinte ich. Das war nämlich irgendwie so Minigame irgendwas gedöns. Und da habe ich auch gedacht, ich glaube nicht. Hallo, ich brauche Hilfe. Danke für die Abdrücke. Nicht der Rede wert. Kommt mit auf die Rechnung. Wie so ein Goblin dreht sie sich um mit ihr kleine Händchen. Die Sexy beim Witcher ist schlimmer. Jetzt kann ich nachsehen, als ob was? Ich Metachlorines in meinem Blut habe. Oh, war das schlecht. Ach, nicht schon wieder das. Okay, nein. Wollen wir denn Papier besorgen? Wollen wir nicht einfach wieder irgendwo einbrechen? Ich weiß nicht. Als bei Larry. Okay. Ich bin halt, ich weiß nicht wieso, aber ich bin halt extrem abgestumpft, was sowas angeht. Ich kenne da Leute, die können sich die Sachen, weiß nicht, wer von euch die Fallout-Serie gesehen hat, aber so die, ich glaube aus der ersten Folge, so die Szene da nicht angucken, wo eigentlich praktisch gesehen nichts zu sehen ist. Und ich denke mir so, ja, warum nicht? Würde ich auch mit meinen Eltern zusammen gucken, kein Problem. Na, ich bin da wirklich nicht so. Ich fand es eher lustiger als überhaupt sonst was. Geht um Trinkspiel unter anderem. Ja, genau, irgendwie so Minigames halt, ne? Wir gehen jetzt da nochmal hin. Was kannst du nochmal mit ihm reden? Bleib und gib vielleicht dein runterkommt. Wer Plan gemacht. Verraten. Wollen wir vielleicht mit der Biene nochmal sprechen hier? Mit der Mine-Biene? Mia Biene. Oh Gott, ne, jetzt habe ich mich selbst hier selbst gestolpert. Campus. Was lustig. Ja, da war halt nicht groß irgendwas mit irgendwelchen Szenen, ne? Larry ist anzüglich, aber nackt ist da auch kaum einer. Das sind halt, ne, viele Symbole und so weiter. Ich denke, das sind die schon eher mal gewillt, drüber hinwegzuschauen. Tut mir leid, Ihnen diesen wundervollen Auftrag zu geben, aber es muss leider sein. Oh, das geht schon in Ordnung, Miss McPherson. Ich stehe gerne an Weihnachten vor irgendwelchen offenen Türen. Das macht Spaß. Nee, hä? Was ist Ihr Plan? Wann ist im Büro? Doch bei dem Dad nochmal vorbeischauen? Mehr Spanish als Larry an sich. Oha. Oha. Ja, gut, das muss ich mir dann auch nicht angucken, habe ich ja gesagt. Ich habe gar nicht erst nachgegoogelt. Ja, ich habe eventuell die Tür eingetreten. Ich konnte mich da nicht beherrschen. Wo ist denn eigentlich der Dad hingegangen? Der war bei mir auch einfach weg. Ist mein Lebkuchenmann eigentlich schon fertig gebacken? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Jetzt können wir nicht mal essen.
Hallo? Das ist ja bestimmt ein Jacuzzi. Kriegen wir auch alle einen Schock. Guck mal, blubbelt. Was? Papa? Ja? Hast du Langeweile? Spielst du wieder Klempner? Ach, das verdammte Teil ist schon wieder kaputt. Das Ding geht immer kaputt, weil du daran rumwerkelst. Statt meinen Fachmann ranzulassen. Dieses Mal weiß ich, woran's liegt. Du hast eh keine Ahnung davon. Das versteht nur ein Mann. Bestimmt der Vater einfach gegessen. Wie schmecken die Plätzchen? Genau wie die von Oma. Gott sei Dank. Ich probiere sie später. Dann wirst du noch mal welche backen müssen. Er hat sie wirklich alle gegessen. Dieser Arsch. Du hast alle verputzt? So schnell? Ja. Oh Mensch, Papa. Einen hättest du mir wenigstens übrig lassen können. Du kennst mich doch. Ich konnte mich eben nicht mehr bremsen. Er sollte sich auch sonst schämen. Mein Papa ist ein Keks-Junkie. Wieso hast du Miller hochgelassen? Ich hatte dich dreimal gerufen. Dann war ich's leid. Ja klar, aber Mensch, Papa. Der hat mein Zimmer gesehen. Na und? Hast du das mal angeguckt? Ich arbeite mit Bullen zusammen. Die werden mich deswegen ewig aufziehen. Officer Miller macht aber einen netten Eindruck. Nett ist er, aber er hat den Humor eines Bullen. Musst du schon wieder weg? Ja, er wartet auf mich. Ich komme später nochmal vorbei, um neue Plätzchen zu backen. Es sind ja keine mehr da. Okay, Schatz, bis später. Ciao, Papa. Jetzt soll ich hoffentlich noch irgendwo stehen. Hättest du wirklich nochmal backen müssen? Mach den Rohrverleger. Ich sag doch, der Lebkuchenbahn war für Papa. Ja. Ich bin dann derweil aus, während ich backen darf. Kannst auch in der Zeit wahrscheinlich auch wieder zurückziehen. Jetzt hat er wirklich alle meine Plätzchen gegessen. Der Arsch. Das sieht aus wie ein Mann in einem Tütü. Oh, Chianti Classico. Molto bene. Molto bene. Sein Kerl. Aber für die Aussage, die er gemacht hat. Das kann ja nur ein Mann. Hätte ich runtergetreten, dass er da kopfüber reinfällt. Ach, mit dem. Ich meine, ein Klempner kann ja auch ein Mann sein. Also, ich glaube einfach, dass er der Meinung ist, sein Ding, er macht das schon. Ich glaube, das ist einfach so eine Dad-Geschichte. Der Freund. Fragt man nicht hin. Nein. Fragt man nicht nach. Da würde ich jetzt nicht so hart mit umgehen. Haben wir irgendwelche... Nicht jetzt. Doch, wir lesen einfach. Ich will einfach nur lesen. Noch was anderes vergessen? Können wir noch mal hochgucken. Mal die Kiste kurz ein bisschen duschen. Das ist eine Brille. Das ganze Outfit von unserem Opa. Und von Ida. Oder ist das der Großmutter? Ich glaube von der Großmutter, ja. Aber das sieht aus wie von Ida. Hat sie es vielleicht doch überlebt? Wieder zu dem Kerl mit dem Würfelhusten. Was für ein Würfelhusten? Der Miller, da war ich doch nochmal gewesen. Der hat mir irgendwie auch nichts sagen können. Das war bei dem Neuen, ne? Ich komme hier halt auch nicht irgendwo rein oder so. Meinte, du musst wieder zurück? Ja, ich glaube, das war aber auch einfach nur, weil wir hätten vorher mit ihm schon sprechen können. Wie, die fährt er jetzt einfach hoch? Weiß ich nicht, was hier los ist. Ist das hier so ein Gewächshaus? Sie will jetzt mit ihrem Charme hier rein, oder was? Ich muss erst deine Karte sehen. Die habe ich vergessen. Kann ich nicht trotzdem rein? Ohne Karte läuft hier gar nichts. Wohl neu hier, was? Ist das denn so schwer zu kapieren? Keine Karte, kein Zutritt. Dein Problem, wenn du so blöd bist, sie zu vergessen. Können Sie nicht eine Ausnahme machen? Nur dies eine Mal. Vorschrift ist Vorschrift. Wenn ich dich reinlasse, bin ich den Job los.
Erklärt euch denn niemand, wie das hier läuft? Doch. Warum muss er denn so krass gestikulieren? Und das Taxi wird mich ein Vermögen kosten. Mensch, nimm dir ein Taxi. Die zahlen dir das schon zurück. Würden Sie vielleicht Ihren Chef direkt am ersten Tag nach Geld fragen? Da bin ich doch direkt unten durch. Da ist was dran. Aber trotzdem. Aber Mimi, noch ein bisschen. UNO-Karten, ja, die UNO-Reverse-Karte kriegt er. Wie viele Mädels arbeiten denn noch hier? 4. Haben die dir denn gar nichts erklärt? Doch. Doch. Und wie gefällt Ihnen Ihr Job? Sind die in Ordnung? Und ob mir der Job gefällt, wenn ich an den letzten denke. Aber wie die Sache hier für euch aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Da musst du schon die Mädels selbst fragen. Dann fahre ich besser nochmal zurück und hol die Karte. Tut mir leid, aber ich kann nicht anders. Kann ich schon verstehen. Ich dachte, dass wir die andere direkt fragen könnten, ob sie uns irgendwie hilft, aber da kamen wir überhaupt nicht weiter. Keine gute Idee. Er lässt mich ohne Karte nicht durch. Plus 7. Aber welche? Gibt eigentlich nur die gute plus 4. Dann wieder runterfahren. Dein Plan hat wohl nicht geklappt. Nicht ganz. Ich muss zu Mia und sie überzeugen, mir ihre Karte zu geben. Passt du hier auf? Für den Fall, dass Cola beschließt, sich zu verdrücken. Wie üblich. Genau. Wenn ich dafür ein paar Leckerchen... Mit der Farbwünsche ist eine plus 4. Campus. Er spielt auf dem Wachhund an. Ja. Er ist ein feiner Junge und so. Hallöchen, Gobby. Einen wunderschönen guten Abend. Na, wie war dein Tag? Jetzt können wir noch hinten rein. Ich habe die Tür nicht aufgetreten. Das war schon vorher kaputt, wenn jemand fragt. Oh. Hallo. Hallo, Mia. Na, doch noch ein Herzenswandel? So ungefähr. Ich brauche Ihre Hilfe. Nichts lieber als das. Dann mal hereinspaziert. Psst, Katz. Psst. Hallo? Ja, ich komme sofort runter. Ich muss nur mal kurz nach unten. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Aber Mia, ich brauche doch nur... Keine Sorge. Ich bin sofort zurück. Aber sie hat hier eine richtig schöne Wohnung, ganz ehrlich. Völlig normal, möchte ich meinen. Im Vergleich zu dem runtergekommenen Ding, wo der andere Typ drin wohnt. Hübsches Bett. Ja, ich würde mir das Bett angucken, nicht die Zeitschrift oder so. Das Foucault. Ganz okay. Ausgefallen. Trotzdem direkt im Lurk. Dann wünsche ich Ihnen einen ganz entspannten Abend. Danke fürs Reingucken und hier rumlurken. Sieht aus wie ein halber Apfel. Ja, ein halber Apfel. Denk dran, ihr möchtet das so bändig, dass sie hochkommt. Da bestimmt. Gewiss doch. Merkwürdig. Sie hat einen super Fernseher, aber ein Telefon aus der Steinzeit. Ja, sie hat ja auch ein Handy. Das gehört bestimmt zur Einrichtung dazu oder so. Ich hinterfrag sowas immer nicht. Keine Karte gefunden. Ich sollte noch nicht gehen. Haben wir hier noch was nicht gesehen? Wieso ist das schon wieder so still? Anni, das UNO-Spiel. Lass den Apfel Ruhe, was? Das Unispiel? Sieht aus wie ein halber Apfel. Ich habe immer noch nur unsere Karte dabei. Alles leer. Nix geht. Hier hat sie doch noch ein anderes Telefon. Die hat doch zwei Telefone. Hübsches Bett. Udo. Ach,
Jetzt geht's. Ich frage mich, wo das aufgenommen wurde. Sieht aus wie das Mädchen, dessen Foto wir in der Leiche gefunden haben. Was war das für ein Sound? Ach, sie ist wieder da. Da war doch ein Zettel oder so. Mia, wer ist das? Das ist Steph. Oh, verflixt, wir waren verabredet. Sie wollte nochmal für mich Modell stehen. Und wo waren Sie verabredet? Wieso? Stimmt was nicht? Antworten Sie mir, wo? In meinem Atelier, 4455 Beauregard. Okay, die Adresse kenne ich. Bitte, Vicky, sagen Sie mir, was los ist. Das kann ich Ihnen jetzt nicht erklären. Sie bewegen sich nicht vom Fleck, verstanden? Oha, oha, Also die Kante, ein Opfer? Mal gucken, ich glaube, wir hatten da irgendwie einen Brief oder so freigelegt. Ich habe keine Zeit für Plaudereien. Wir haben keine Zeit dafür. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, schnell weiter. Ich habe mir nicht mal in Ruhe die anderen Bilder angeguckt. Oh. Aber hier dieses Clockwork Nightmare würde ich auch gucken, würde ich auch spielen. Haben die das auch nochmal gemacht? Schreiende Frauen, doch genau unser Metier hier. Dann können wir loslegen. Ach, Katz wieder. Ja, ja. Immer nur an das eine denken. So, eingespeichert. Richards Galerie. Ich glaube, das müsste ja jetzt ihr Boyfriendo sein. Essen. Geht einen guten Hunger. Hallo, Vicky. Ha, kommst du dir endlich die Ausstellung ansehen? Nein, leider nicht. Du musst mir draußen das Tor aufmachen. Ich muss in eins der Ateliers. Kann ich machen. Aber wieso? Ich habe endlich eine Spur. Und die führt zu meinen Ateliers? Was ist denn los? Da drin ist jemand, der den Täter vielleicht kennt. Ich muss hier unbedingt sprechen. Okay, gehen wir. Also ich glaube, der eine Maler war eigentlich ihr Boyfriend. Ich weiß aber nicht, wer er jetzt ist. Ach so, das... okay. Ja, ja, wir laufen. Ich hätte mich gefreut, wenn du dich mal für meine Arbeit... Oh Gott! Vicky! Scheiße! Das kann nicht! Nein! Wo kommt sie denn jetzt auch noch her? Warten Sie! Scheiße! Ich muss hierbleiben und den Tatort sichern. Ruf du die Polizei und geh Mia suchen. Okay. Oh! Genau, er ist der Galeriebesitzer, ja, aber ich weiß gerade nicht, mit wem sie zusammen war, ob es der Maler war oder der Galeriebesitzer. Erstmal das anfingern. Ganz wichtig. Red Landerman Member? Was? Ich kann nicht lesen. Die Rose steckt unterm Aufzug fest. Ich komme nicht dran. Und rausspringen? Geht nicht. Ach, ist mir zu langsam für. Rote Farbe. Ich glaube nicht, dass das eine rote Farbe war. Erst mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch was, um die Rose dann rauszuholen. Mystische Musik ist auf jeden Fall sehr mystisch. Holy moly. A Sinner's Pardon. Erstmal das Ankrabbeln. Ganz wichtig. Haben wir beim FBI so gelernt. War da eben was hinten drauf? Die nächste. Ist denn das? Ist das Mia?
Ich kann nicht erkennen. Vielleicht? Vielleicht auch nicht? Sind alle gleich aus? Aber ja, es ist wahrscheinlich wirklich zum Teil Farbe. Ich hätte den Schuss wagen sollen. Das ist ein Krabbelfinger drücken hinterlassen, ja, direkt in die eigene Tasche schieben. Die Farbe und das Blut sind vermischt. Man hört sie kaum, weil die Musik so abgeht. Claire wird sich freuen. So, wir wollen jetzt eigentlich ihr auch hinterher hier. Ich hab mich bis an Harley Quinn erinnert gehabt. Kaputt gemacht. Einfach kaputt gemacht. So wie ich es immer hinkriege. Sagt die Musik gerade Help? Help me? Die Rose steckt unterm Aufzug fest. Ich komme nicht dran. Die Rose steckt unterm Aufzug fest. Ich komme nicht dran. Führen wir jetzt die Kette dann? Wenn wir die jetzt nicht benutzen können? Die Rose steckt unterm Aufzug fest. Ich komme nicht dran. Geh doch mal rein, bitte. Von der Tasche brauchen wir ja nichts weiter. Oh, halt, warte, bevor wir reingehen. Vielleicht können wir das auch direkt verwenden? Nein. Soll er sich um Mia kümmern? Ja. Soll die Polizei rufen und sich um Mia kümmern? Ich meine, da war ja auch ein kurzer Weg hier. Hätte sich auch angeboten. Erst dran. Ein Haken. Wahrscheinlich um Kisten oder sowas zu bewegen. Oha. Oha! Da hatte ich eigentlich nicht gedacht, als wir die Kette aufgesammelt haben. Das ist eine silberne Rose. Jetzt haben wir eine Rose. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Browning, wer? Warum weiß ich nichts davon? Nicht nötig. Das sage ich hier selbst. Okay. Die Kollegen kommen von unten. Agent McPherson. Aber nichts Miller gewonnen. Will einen gewissen Vaclav Koller verhören. Wieso weiß ich nicht, dass Sie einen Verdächtigen haben? Weil ich sicher bin, dass er mit dem Fall nichts zu tun hat. Aber da ist Ihr Partner anderer Meinung. Er wartet übrigens im Büro auf Sie. Boah, krass, Hose, ne? Ich habe schon gesagt, ich habe eine Hose. Aber wer sagt, dass ich Beine habe? Ich trage ja die Hose über meinen Arm. Hallo Herzchen. Ich bin gerade beschäftigt, aber komm später wieder, dann habe ich sicher was für dich. Oh, die arme Frau hat aber auch kein Feierabend, ne? Tut mir ein bisschen leid. Na, Bosorinski, was sagen Sie Agent jetzt? Agent McPherson, Ihr Partner wartet auf Sie. Das wollte ich nicht hören. Das wollte ich wirklich nicht hören. Miss McPherson, lassen Sie sich von diesem blöden Browning bloß nicht einschüchtern. Danke. War super. Der andere vertritt ja der Meinung, dass Unabuchsen auf den Kopf gehören. Na, siehste. Na, siehste. Alles komisch anziehen. Da ist schon wieder irgendwas auf Steam rausgekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Devil's Hideout. Ein Einführungsangebot mit 20%. Das ist aber auch schon wieder gemein. Wieso haben wir denn gar nicht so viel Zeit für all die Spiele? Ich sollte mir vielleicht auch mal angewöhnen, dass wir einfach komplett durchziehen. Egal wie spät es wird. Einfach komplett durchziehen immer. Nicht ablenken lassen. Oh, hier haben wir sie. Ein Kickstarter. Richard? Ja? Wie geht es ihr? Naja, nicht gerade gut. Hör zu, ich muss zurück ins Büro. Bleib du bitte bei ihr und versuch sie zu beruhigen. Lass sie nicht aus den Augen.
Tust du mir den Gefallen? Sie ist total wichtig für meinen Fall. Klar, Vicky. Mach ich doch gern. Danke. Bis später. Psycho-Killer. Hat mal seine Augen gesehen? Oder hat die mal die Bilder gesehen? Also. Frau Ente, Hallöchen. Alarm. Moment. Wo ist unser... Also, Polizei ist doch hier. Wo ist er dann? Ist er woanders? Keks abgeworfen gibt's ja nicht. Wie geht's dir? Was macht das Leben? Wollen wir ihn denn stehen lassen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier? Der ist hier gar nicht mehr. Einfach stehen gelassen. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Müde. Ja gut, kann ich auch verstehen. Momentan alles immer anstrengend, immer fies, ne? Ist er denn? Miller? Ich sag ja, habt ihr mal die Bilder gesehen? Leider sehr geil. Romeo. Das Haar sieht auch aus wie vom Hauptgame. Die Cover. Ich bin von der Arbeit gekommen. Hab's gerade noch geschafft, die Hitze der letzten Wochen durchs Fenster entweichen zu lassen und bin mit dem Miezen aufs Bett gefallen. Ja. Ja. Hätte ich nicht Homeoffice gehabt, dann ja. Genau das. Dann macht ihr auf jeden Fall einen ganz entspannten Abend. Einfach nur mit den Miezen rumliegen, klingt mich perfekt. Vielleicht noch irgendwas essen oder so, was richtig gut ist. Ich muss das mal nutzen, dass wir in der Galerie sind. Alle creepy, die Bilder, auf ihre eigene Art und Weise. Wie billiger Schminkast kam auf dich zugeflogen, was? Wo ist denn dieser unfähige Typ wieder hin? Das Bild kommt uns etwas bekannt vor. Ne, das ist das, wo ich meinte, das sieht auch wirklich so aus wie bei dem Zeichner. Du hast hier dieses Sofa, wo eine Frau drauf liegt. Dieser Stuhl stand daneben, der rote rote Vorhang hing hier so rum. Weiß ich was, das könnte auch Gast darstellen noch, im schlimmsten Fall. Das ist Ida. Ganz, ganz abwegig aber, ne? Rechner gestoppt, damit ich bis eins pelle oder wieder wach werde und arbeiten muss. Ja. Oh, das kenne ich aber auch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war am Samstag so völlig erschöpft von der Woche. Obwohl ich ja noch durch die Gegend gefahren bin, was ein richtiger idiotischer Move war. Und da habe ich erstmal hingelegt und habe geschlafen bis abends. Und war so ein, ja, ich bin jetzt noch wach. Ich gehe jetzt nicht ins Bett. Bin doch pünktlich ins Bett gegangen irgendwann, aber einfach nur schlafen tut manchmal so gut. Das ist Kunst. Das sieht fast aus wie das abgebrannte Viertel. Nee, gar nicht. Ach, keine Ahnung. Wie Prag. Punkt. Kacke Gunst. Ich finde sie an sich ein paar gar nicht so schlecht. Kann ich nicht benutzen. Richard hat die Schlüssel mitgenommen. Sind das Türen? Ich kann es nicht sagen. Oder ist das Kunst? Kommen wir nicht durch. Wieder zurück. Sag mal, Frau Ente, Sie haben doch Larry gespielt. Welchen Teil? Kann einfach alles weg. Ja, das sind keine Türen, das ist Kunstdeko. Hallöchen, Mandy. Wunderschönen guten Abend. Die beiden neuen. Und die waren okay, oder? Habe ich mir es eventuell nämlich auch noch zugelegt, da jetzt irgendwie jeden Stream, wo wir Still Life gespielt haben, irgendjemand kam so, hast du eigentlich schon Larry gespielt? Ich bin so, nein. Du liebst sie. Okay, sehr gut. Ja, dann werden die auch schon top sein.
Dann sind die natürlich völlig in Ordnung. Dann würden wir die beiden nämlich spielen. Ich würde mir nicht die alten noch holen. Die finde ich dann doch wieder einen Ticken zu alt. Irgendwie habe ich auch momentan nicht so die Lust. Auch die beiden neuen gespielt. Hättest du auch empfehlen. Der ist sehr gut. Doof geil. Genau das. Genau das wollen wir doch. Aber bei den alten war das nur so, dass man den dieses Cum Laude-Dings da nicht spielen sollte. Hä, wo ist denn dieser Junge hin? Ich finde ihn nicht. Oh. Der hä? Ich meine doch draußen. Heute essen nach dem Abendessen hier. Hat Hunger, hat Essen vorbereitet. Ist auch in Ordnung. Ich hoffe, dann hat es geschmeckt. Wo ist denn dieser Junge jetzt? Agent McPherson, ihr Partner wartet auf Sie. Ja, wo denn? Sein Auto steht hier. Aber er ist nicht da. Die Handtasche liegt hier nochmal. Wir kommen nicht hoch. Ins Büro. Aber da war doch niemand. Warte, wieso soll der im Büro sein? Was sollen wir denn schon wieder im Büro? Wieso wollen wir denn schon eine Büroarbeit machen? Ich wollte doch eigentlich nur die Karte haben und dann zum anderen Dings fahren. Der bewacht das Telefon, nicht das schon wieder. Ach ja, und Hallöchen Sascha übrigens, noch gar nicht. Grüß, wenn du noch nicht offiziell geschrieben hast. Hier. Die Leute hier Pünktchen zahlen, die zahlen ihre Pünktchen, wie sie Steuern zahlen. Das muss man nicht erwähnen. Das gehört halt dazu. Der hat da Grafik eingebaut. Immer noch Eierköpfe. Ja, aber die hat nicht mehr ihren, was ist so ein Igel. So einen blonden Igel hat sie nicht mehr. Also jetzt hier von ja, sieht man so ein bisschen was, ne? Aber dieser Haarback ist nicht mehr so extrem. Mit ihren gefärbten Spitzen. Ah, wir lieben Büroarbeit, natürlich. Der Wagen ist vom Krankenwagenbewacher. Na, da ist der andere wieder hingegangen. Der vorher noch woanders Wache geschoben hat. Oder ist der andere da wieder zurück? Ich weine, Mann, ich weiß es nicht. Hey, Victoria, hierher. Der ist ja wirklich da. Er ist da drin. Was ist passiert? Ein weiterer Mord? Wie, wo drin? Ach, jetzt hat er ihn doch abgefangen. Oh, meine Güte. Hallo, Vaclav. Erinnern Sie sich an Detective Miller? Ja, gut, ja. Easy. Stecke ich etwa in Schwierigkeiten? Könnte man so sagen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ja, also die eine offene wurde nicht mehr bewacht, aber er stand halt unten, aber er scheint ihn abgefangen zu haben. Das habe ich halt auch nicht gerafft. Ich dachte, wir wollen immer noch gucken, dass wir mit der Frau reden, dass sie uns ihre Karte gibt. Mit der Mia. Aber gut, okay. Die haben wir schon eingetütet. Glaubt mir eigentlich nie einer. Das letzte Mal im Büro war hier auch nicht so schön. Warum ist da eigentlich ein Abfluss? Passiert hier häufiger was drinne? Könnten Sie mir sagen, wo Sie vor 3 Nächten waren? Ja. Wahrscheinlich saß ich an meiner Doktorarbeit. Wahrscheinlich. Mhm. Ja, das vermute ich. Denn ich sitze ständig daran, außer wenn ich Nachhilfe gebe. Nathalie war Ihre Schülerin, oder? Ja, ich war ihr Mentor, aber das war auch alles. Genau das. Genau das. Ich denke halt immer gleich daran, dass sie sich alle gegenseitig abschießen und abstechen muss. Wer weiß, was die halt mit ihren Befragten da machen. Wer will es eigentlich gar nicht wissen, ne? Das gerade abgeschickt. Ja, es ist halt immer so. Es ist auch immer so. Ein paar Dumme und ein Gedanke einfach. Schauen Sie sich mal dieses Foto von Nathalie an. Hast du sie so zugerichtet, Vaclav? Nein, ich habe ihr nichts getan. Der Ach, er hat gesprochen. Nicht derselbe, wenn man die Person kennt. Stimmt's? Oh. Sie sollten ihr Zimmer vielleicht neu dekorieren. Der Miller hat eine dumme Sprache. Wie haben Sie Nathalie denn kennengelernt? Hast du sie ertränkt, bevor du sie aufgeschlitzt hast? Ich war das nicht. Also, nee, es ist ja doch selber. Haben sie sich kennengelernt? Über eine Anzeige am schwarzen Brett. Sag mal, spricht da die Stimme in seinem Kopf mit ihm? Was ist denn das? So was Bequemes anziehen. Hast du das nicht gleich gemacht? Wurdest du direkt zum Essen gezwungen? Das ist ja gemein. Ja klar, dann erstmal ganz entspannt umziehen. Einige Fragen sind sehr... Was? Du meinst hygienisch?
Also kann man schneller reinigen. Achso, einfach abspritzen, meinst du, mit dem Schlauch. Das wird helfen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin der Meinung, das ist dieselbe Stimme, die er ja auch hat. Ist ja auch dieselbe Untertitelfarbe. Und der andere steht hier nicht mit im Raum. Und wenn er drüben hinterm Fenster etwas steht, hinterm Glas, warum sollte er sich dann extra einmischen? Jetzt über dich, die Menschen, deine Menschen, über die Menschen. Steht der hinter ihm? Ich habe keine Ahnung. Und Cynthia? Da ist da auch niemand. Sie die? Mit Cynthia hast du es wohl genauso gemacht wie mit Nathalie, stimmt's? Habe ich Ihnen doch schon gesagt, von Mias Party. So wie der Spruch kommt, der wird nicht von Miller kommen. Ich dachte auch, es wäre der andere Kollege, aber ich... Na, der spricht doch nicht so behindert. Wieso haben wir dann in Nathalies und Cynthias Fall am Tatort partielle Abdrücke gefunden, die zu 99% mit den ihren übereinstimmen? Cynthia hat sich wohl gewehrt, was? Hast du sie deswegen so brutal zusammengeschlagen? Ich hab ihr nichts getan. Bei Nathalie spielt er wirklich den bösen Kopf? Aber bei Cynthia, da müssen sie mir helfen. Er reagiert halt null drauf. Also wahrscheinlich spielt er wirklich den bösen Bullen, aber... Es wäre einfacher, wenn er gar nicht da wäre, glaube ich. Waren Sie Ihr Kunde? Was? Keine Panik, Vaclav. Ich will nur wissen, was zwischen Ihnen Sache war. Ja, es stimmt. Ich war Ihr Kunde. Cynthia arbeitete da, wo wir sie heute Abend aufgegabelt haben, oder? Ja, Mia und Cynthia arbeiteten da, aber weder in den Bädern noch im Massageraum. Was taten Sie denn? Sie arbeiteten in einem besonderen Club. Nur bestimmte Mitglieder haben dazu Zugang. Was für ein Club? Ein Bordell? Keine Ahnung. Ich war nie dort. Aber ich habe wichtige Leute ein- und ausgehen sehen. Das war's. Sie können jetzt gehen, Mr. Koller. Da stand er. Am Fenster. Also, an der Scheibe. Was? Was? Hey, was soll die Scheiße? Das ist wirklich seine nervige Stimme. Sagen Sie mal, haben Sie mit mir gesprochen, Inspektor Miller? Wieso lassen Sie den laufen? Aus welchem Grund? Weil er nicht zu den Verdächtigen gehört. Dass die Abdrücke übereinstimmen, ist nur ein Indizienbeweis. Ich hab die Schnauze voll. Hören Sie, Agent McPherson. Nein, jetzt hören Sie mal gut zu, Browning. Seit wann sind Abdrücke verdammt nochmal nur Indizienbeweise? Oh krass, er mupft ja richtig auf. Das hätte ich ihm einfach alles nicht zugetraut, dass er überhaupt den bösen Bullen spielt, dass er jetzt auch noch seinen Vorgesetzten da zusammenscheißt. So ist besser, sehr gut. Aber du sitzt nicht mit einer Decke da, oder? Weil Katz meinte, ihr ist schon wieder kalt. Die Indizienbeweise. Die machen mich fertig, ey. Die machen mich richtig kaputt. Haben wir hier noch was Neues bekommen? Nix. Eh irgendwas liegen? Nix. Die Schnauze voll! Biss mich hier, so eine Scheiße immer. Alles, was ich mache, wird irgendwie zunichte gemacht. Jetzt hat die einfach meinen Verdächtigen. Hat er einfach meinen Verdächtigen freigelassen. Ein Pulli, ja, krass. Ein Pulli. Ui. Die ist kühl seit gestern. Mann, ich warte mal noch, dass mein Zimmer sich abkühlt. Es wird wahrscheinlich jetzt über Nacht einfach Fenster auflassen müssen und dann erkälte ich mich im schlimmsten Fall. Mal gucken. Auch stimmt, sein Safe wäre interessant. Ja, das ist eine gute Idee. Der ist ja gerade außerhalb vom Raum. Ich wollte gucken, ob sie hier schon wieder zurück ist und auch irgendwelche Sachen für uns hat. Safe looten, doch, na klar. Habe ich eigentlich die ganze Zeit darauf gewartet, eigentlich. Dann wieder vergessen. Ja, gestern hat es hier auch schon ein bisschen geregnet, aber irgendwie mein Zimmer ist irre warm. Es hat sich einfach so stark aufgeheizt, halt da lang. Die Wände sind aber nur noch so warm. Der Fußboden ist immer recht kühl, aber die Wände sind so warm. Die Tür ist verschlossen. Haben wir denn kein... Oh mein Gott. Oh, schade. Kommen wir nicht rein. Haben wir keine Schlüssel für. Blöder Arschchef. Arschichef. Haben wir noch irgendwas machen können? Wir haben noch ein Bild...
Wir haben eine Identifikationskarte. Wir haben nämlich die von Stephanie. Mit der kommen wir weiter. Trete ich jetzt nicht auf. Und dann gibt halt immer ein paar Leute, denen ist dann halt mal ein bisschen kälter. Und das ist halt schön warm und muckelig. Mit so einer Decke oder so. Dann gehen wir erstmal in den Club. Wenn dann die Elite haust, werden wir doch was Schönes bei rauskommen. Für uns. Jetzt hat er schon mit Decken geworfen hier. Ey, so kalt ist er nun wirklich nicht. Kekse und Decken werfen. Ja, haben wir Winter oder was? Red Lantern. Na, solange es nicht Green Lantern ist, ist ja okay. Da hätte ich dann mich nicht reingemusst. Lass mich. Ja, ist okay. Bewirf doch die guten Leute mit ihren Decken hier. Blim. Ja, meine Karte. Was nicht? Keine gute Idee. Er lässt mich ohne Karte nicht durch. Oh nein, sollen wir die Karte noch mit einem Foto von uns irgendwie hübsch machen? Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Keine gute Idee. Er lässt mich ohne Karte nur angucken. Nicht durch. Mit Decke schon über die Füße geworfen. Ja gut, Fuß und Decke, da bin ich auch eher dabei. Zumindest eine Zahl. Wir hätten hier einen schönen kurzen Scan. Ja, she's next. Bild einer Frau. Okay, nein. Dann müssten wir noch irgendwie ein Foto von uns organisieren. Die Anime werfen mit. Weil der Boy steht in lila oder anderen Farben. Die wird nicht beworfen. Oh, das stört mich nicht. Ich bin hart im Nehmen. Nehm die Wattebäuschen und stopf damit meine Tierchen aus hier. Wird alles wiederverwendet. Was hatte ich gerade noch für eine Idee? Ich würde nochmal versuchen, zurück zum Campus zu gehen. Ob wir da nochmal irgendwie rein können. Nur mal ein bisschen gucken. Hm? Er ist nicht da. Ja, er ist nicht da. Okay. Aber der muss jetzt auch irgendwo hingegangen sein. Mia ist nicht hier. Dann zurück zu Mia. Genau, zum Wildhäkelchen. Genau das war der Plan. Kommt momentan eigentlich ganz gut mit dem Labras noch voran. Aber es sind schon, die Runden dauern schon recht lang, möchte ich meinen. Momentan echt eine lange Liste mit zum Häkeln. Also, wenn du ein Bild von dir brauchst, solltest du vielleicht zu dir? Ja, ist jetzt die Frage. Also ja, wir haben halt so ein Laminierding hier. Wir haben ja auch noch die hier, aber da ist glaube ich kein Foto drauf. Nee. Die Schlange ist verkartoffelt. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte aber auch, dass ich mir schnell die Zunge breche hier. Ja, das war so ein bisschen der Code, um reinzukommen. Die beiden sollte ich in Ruhe lassen. Hä?
Spiel ja Fortnite, sie heult einfach. Und er hat wahrscheinlich vorher Solitär gespielt oder so. So das übliche. Das ist viel zu Hallo, gut. Hallo Claire. Ah! Jetzt ist später, würde ich sagen. Und? Was kannst du mir über die hier erzählen? Tod durch Strangulierung. Schau dir die Verletzungen am Hals an. Auch sie wurde genau wie Opfer 4 und 5 aufgeschlitzt. Die Verstümmelungen wurden vermutlich wieder postmortem zugefügt. Aber dieses Mal hat er sich was Neues einfallen lassen. Brummel, brummel. Ah, aber gut geplört, möchte ich meinen. Ja, sie meint ja, wir können mit ihr später sprechen, aber find halt erst mal raus, wann später ist. Ich habe gerade so viele Ideen und Möglichkeiten eigentlich, was man alles hätte machen können jetzt. Und was? Natürlich mit ihr reden. Mir war aufgefallen, dass dem Opfer ein Teil der Eingeweide fehlte. Und nach einigem Suchen habe ich sie in den Farbeimern gefunden. Sowas Groteskes ist mir in all den Jahren noch nicht vorgekommen. Glaubst du, da arbeiten zwei zusammen? Unwahrscheinlich. Serienmörder arbeiten selten Hand in Hand. Ich weiß nur von zwei Fällen, die Hillside-Würger und Lucas und Tool. Nein, hier ist nur einer am Werk. Er ändert seine Vorgehensweise, um jemand anders zu imitieren. Die ersten drei hat er geschlagen und dann ertränkt. Ab Nummer 4 begann er, die Leiche aufzuschlitzen. Aber auch da wurde das Opfer zuvor ertränkt. Und bei Nummer 5 ging er sehr ähnlich vor. Kannst du sonst schon was sagen? Nicht wirklich. Die hier ist eine harte Nuss. Wegen der verdammten Farbe. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay. Hast du was vom Tatort entfernt? Ich doch nicht. Nö. Wieso? Ich kenne dich doch. Und weiß, dass du gern ein paar Etappen überspringst. Vor allem, wenn du vor mir am Tatort bist. Glaubst du etwa, ich hätte das mit dem Mississippi-Fall vergessen? Nein. Dass du was vergisst, scheint unmöglich zu sein. Ich geb's zu. Das Opfer hatte in der linken Hand ein Foto. Außerdem nahm ich ihren Arbeitsausweis mit. Und, dann habe ich noch eine silberne Rose unter dem Aufzug da gefunden. Jetzt verstehe ich, warum ich nichts gefunden habe. Victoria, bitte lass das in Zukunft. Oder sag mir zumindest, was du mitgenommen hast, bevor du irgendwohin verschwindest, okay? Oh, super. Ich versprech's. Ach, dann habe ich noch das eingepackt und das eingepackt. Und das schien mir auch wichtig. Jetzt habe ich es auch mitgenommen. Was ist denn los? Du bist ja bleicher als eine Aspirintablette. Oh. Um ehrlich zu sein, die Sache wird mir echt unheimlich. Allmählich mache ich mir Sorgen um dich. Jetzt erzähl schon. Ich habe doch das Tagebuch meines Großvaters gelesen. Naja, eher seine Untersuchungsaufzeichnungen. Jedenfalls geht's da um einen Fall in Prag, in dem er von Prostituierten gebeten wurde, einen Serienmörder zu fangen. Er wollte noch nicht mal Geld dafür. Naja, um's kurz zu machen, die Morde in Prag ähneln denen hier total. Und ich werde das ungute Gefühl nicht los, dass der Mörder meinen Familienhintergrund kennt und mich fertig machen will. Ja, ja, schön, dass sie darüber mal nachgedacht hat. Morgen ist Wäschetag oder was? Da musst du dich auch rumkümmern. Morgen muss ich auch wieder eine Maschine anmachen. Mache ich momentan auch alle paar Tage gefühlt. So eine durchlaufen lassen, abhängen lassen, nächste und machen. Du glaubst, der Mörder weiß über deinen Großvater und den Prager Fall Bescheid und geht genauso vor wie der damalige Täter? Naja, so ungefähr. Verrückt. Aber wenn der Täter wirklich den Prager Fall kennt, warum ist er dann nicht direkt da? Was meinst du damit? Warum stößt er dich nicht noch deutlicher mit der Nase drauf? Tut er ja, aber ich verstehe seine Zeichen nicht. Zum Beispiel die Nachricht gestörte Zuflucht. Oder die letzte, die Vergebung der Sünderin. Er versucht offensichtlich, mich mit der Nase drauf zu stoßen. Aber mir geht die Bedeutung ab. Ach, das hieß zusammen, Disturbed Sanctuary. Wir hatten ja, glaube ich, auch noch mal ein zweites Foto gefunden. Und da dachte ich schon, der hätte uns das untergejubelt. Einfach garantiert ihr Kerl, der sollte sie auch gut kennen. Oh. Du hast heute gewaschen. Ihr müsst euch das mal so vorstellen wie so eine wiederkehrende Quest. Ne? Es gibt jedes Mal Erfahrungspunkte dafür. Einfach immer wieder machen. Immer wiederholen. Hast du den Bericht schon zu Ende gelesen? Nein, aber werde ich auf jeden Fall. Ich muss erst noch was erledigen. Deine Theorie lässt sich durchaus vertreten, aber lies erst mal weiter. Okay. Und vielen Dank für die Informationen, Claire. Ist zwar nicht viel, aber wenigstens schon ein Anfang. Na, okay. Dann seht ihr gerade nochmal gesagt, wir haben den Ausweis. Dann sollten wir vielleicht jetzt damit nochmal versuchen. Und diese Leben ist eine Quest, eine riesige Quest, ja.
wo ich bis Level 99 komme. Also genau, wir fahren jetzt noch mal zu dem wohin? Wenigstens macht ihr ein bisschen Musik. Kann er nicht verstehen, dass hier nichts ist? Junge, Junge, Junge. Heute ist Party. Heute ist einfach der Music Day. Ist egal. Ich hab nicht das Richtige dabei. Hä? Was machen wir als nächstes? Wir haben die Rose, wir haben das. Oder sollen wir nochmal nach Hause fahren? Nochmal Nachrichten gucken? Oh, er spielt schon Slot. Das muss wirklich schlimm und ihm stehen. Sie meinte, sie hat ja noch zu tun, bevor wir weiterlesen, aber... Ich würde gerne weiterlesen. Uns ist im Pool gefallen. Wir sind ja gleich da. Gucken wir mal. Nee, warte, hier drüben. Da hinten war die Küche. Da sieht man auch noch die Stühle links. Und Klempner rufen. Kannst du dir irgendwie helfen? Ich komme schon klar. Du mit vollem Lebkuchenbauch. Einfach in den Jacuzzi gefallen. Ich will wenigstens probieren, ob wir lesen können. Nur ein bisschen gucken. Nicht jetzt. Nein, natürlich nicht. Ich komme nicht auf solche Ideen. Aber wir haben auch... Hatten wir nicht... Oh, warte, wir hatten hier unten ein Foto von uns, oder? In der Küche? Ich verstehe halt auch nicht, dass es immer noch ihr offizielles Zimmer ist. Wird ja meinen, dass sie woanders wohnt oder so. Einfach nur über die Feiertage jetzt halt hier. Ah ja, jetzt hat es mitgenommen. Okay. Wunderbar. Ich bin so klug. Ich glaube, das ist so ein Feiertagsding, dass er ja gefragt hat, ob sie mal wieder vorbeikommt und so. Und jetzt sind wir halt zwischen der Arbeit und so halt mal hier. Nee, Büro. Auf dich gehört. Ich war vorher schon längst unterwegs. Ja, das war doch geplant. Er muss hier irgendwie alles immer mal so ringsum abchecken. Plötzlich kann man Sachen machen, die man vorher nicht machen durfte. Rechts beugen, aber links beugen. Die Auswahlpause ja nicht mehr, ne? Sollen wir es erstmal zuschneiden vielleicht noch? Nur nicht die Finger. Oh mein Gott, das ging voll durch den Finger. Oh mein Gott. Oh. Hat zweimal geschnitten, aber trotzdem haben wir vier Seiten abgeschnitten. Ey, das ging durch die Finger durch. Richtig schlimm. Ich hasse es auch immer, so mit sowas zu arbeiten. Mag ich nicht. Dann halt einfach einzeln. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Nee, das dachte ich mir, dass es nicht klappt. Hä?
man das jetzt? Jetzt kommt der praktische Teil. Ein Plastifizierer könnte sich noch als nützlich erweisen. Erweisen? Jetzt geht das wieder los. Stecken wir Papier ein. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Hä? Das klappt nicht. Ich kann es nicht vorher kombinieren und es scheint auch egal, ob man unten oder das oben nimmt. Nicht. Ist alles ein Gerät. Brauchst du eine Folie, weil du es reinpackst? Ja, ich hatte ja gerade genommen, das ging ja auch nicht. Ich glaube, das ist so ein automatischer Laminierer, oder nicht? Dachte zumindest, das wäre so einer. Wir die Sachen einfach übereinander reinlegen und dann ziehen wir es einmal durch und fertig. Ich will hier raus. Hat der noch Folien irgendwo rumliegen? Du meinst, ich soll noch extra das in irgendeine Folie packen? Ja, wenn es ein Plastifizierer ist, hat er dann kein Plastik? Hat er das nicht direkt automatisch drin? Na gut, Laminatmaschine. Manchmal ist ja auch so, dass der einfach nur erhitzt, ne? Deine Logi von 24. Ja, Entschuldigung. Gehen wir unten in dem Büro was klauen? Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkriegen sollen. Ach nee, das war... Ah, das... B2 ist das, wo wir hin wollten. I hate it. Ein Plastifizierer. Den Namen hat sie sich da ausgedacht. Ey, ich sag euch, wenn irgendjemand, ne, jedes Mal diese Szenen rausstand, wo wir Fahrstuhl fahren, wäre ich schon ein bisschen dankbar für. Ein Reanimator-Deck. Geschmacklos. Weiß ich auch nicht, was das sein soll. Ist hier Müll? Oh Gott, stinkt das hier. Der Müll stinkt. Dass er könnte auch was reingepackt hätte. Diesen Samstag hätte ich fast vergessen, was da ist. Ach, gut, dass ich die Zettel hier abrecht habe. Oh lol. Du meinst so insgesamt vergessen oder was genau geplant war? Abgeschlossen. Claire ist wohl noch am Tatort. Da können wir nichts klauen. Soll ich jetzt auch eine Plastikfolie herkriegen? Was fällt ihr denn immer ein hier? Auch Anni. Ah, die Rätsel ist halt ganz alles ganz einfach. Läufst ja eigentlich nur durch. Auch Anni, jetzt. Ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis und rauf von einem Ort zum anderen, weil da immer mal wieder ein bisschen was passiert. Die Sherlock-Planung nachgedacht, als sie den Zettel sah und dachte, ach ja, stimmt, kennt Sherlock, denk kennt Sherlock. Die beiden überlasse ich besser ihrem Streit. Die beefen noch, okay. Es ist eigentlich auch entspannt, ne? Und jetzt diese technische Umsetzung ist wieder kompliziert. Die Tür ist verschlossen. Was sind denn keine Dietriche? Mensch. Du, das muss doch irgendwie gehen. Das andere Foto auch nochmal zuschneiden? Ich weiß nicht, was los ist. Was macht die denn da jetzt? Was genau hat sie jetzt getan? Okay. Ich dachte, wir packen einfach das Bild drüber und laminieren das neu. Nein, nein, sie wollte unbedingt das alles aufschneiden, hat das Foto entfernt. Ich dachte, das Foto wäre da komplett drauf. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ach du Schande. Erstmal irgendwie überall durch die Gegend fahren, ganz wichtig.
Ganz, ganz wichtig. Hübsch. Und ganz illegal. Hauptsache, der Chef beschwert sich dann wieder, ne? Und dann sich wieder aufregen, dass sich der Chef beschwert, weil wir hier illegale Handlungen durchführen. I did it. Hat er die Tatsache vorhin schon überlegt, ob wir nicht das auch mal beschneiden sollten, das andere Kärtchen. Aber es war dann so ein, nee, warum soll ich das beschneiden? Ich will doch nur das Foto drüber packen. Mhm. Danke, Kopf. Danke, dass du eigentlich immer mitarbeitest, aber ich dich ignoriere. Wir müssen uns da besser absprechen. Das funktioniert so nicht. Sind Dietriche nicht Standardzubehör? So wie Handstellen? Ja, es ist ja irgendwie scheinbar kein Standard-Cop, sondern irgendwie Special FBI. Mist, ich packe mir alles in die Taschen und komme damit auch noch durch. Kannst ja auch keinem erklären. Ich hätte das noch viel schlimmer gemacht. Weißt du, ich hätte einfach mit dem Ausweis hingegangen, hätte dann noch mit dem Finger mein Foto davor gehalten. Hier, ja, ja, das ist meine Karte. Guck, meine Karte ist das. Richtig billig. Oh, einfach nur mit der Hand festgehalten. Hätte auch gereicht. Da, guck, hab extra die Karte geholt. War schon dreimal hier, aber ich habe sie jetzt erst geholt. Da. Oh. Danke. Und das Spiel selber gespielt zu haben oder vorher mal gesehen zu haben und auch nicht nach der Lösung geschaut zu haben, denke ich, ich weiß, wer der Killer ist. Dass sich da jemand viel zu verdächtig gemacht hat. Sag ruhig, also so Vermutungen, Mitraten und so weiter könnt ihr immer gerne machen. FBI-Eintrittstüren, yes. In meinen Memoiren wirst du das Instrument meiner Leiden finden, mit dem wir unsere Gelübde ablegen. Excuse me, was? Lass mal hier gucken gehen. Ach du Schande. Der Titel lautet Perfekte Liebe. Mhm. Nicht Bondage oder so? Vor allem noch die Karten, sind die wichtig? Eins Herz. Sechs Peak. Passt ihr mit auf? Schreibt mit. Ich glaube, ich sehe die. Im Guten wie im Schlechten. Ich muss mitschreiben, ne? Ach Mann. Das war doch Peak, oder? Ich bin manchmal echt schlecht, was die Karten angeht. Was war das? Im Guten wie im Hiebe? Drei und fünf? Mein Telefonjoker! Oh. Tipp so, Bonuskarte, Chef. Ich hätte auch gesagt, dass der Chef da mit drin hängt. Auf jeden Fall, dass er gesteuert wird oder sich bezahlen lässt, wenn dann. Der Vater so zu Hause, perfektes Motiv. Hm. Der Chef. Und ich denke, dass er es ist, weil alles, was ein Ergebnis führen könnte, für den einen nach Hause zu schicken, halt einfach Fingerabdrücke, nur ein Indiz sind und so weiter. Ja, genau. Nee, das stimmt schon. Und der, ihr Opa sollte ja auch angeschwärzt werden. Der hat ja dann quasi das schwarze Schaf spielen dürfen. Und der eine, der ja seine Masterarbeit da schreibt, den wir verdächtigt haben, der ist ja wirklich der Meinung, dass unser Großvater das war. Der ist der festen Überzeugung, dass er da Beweise und andere Sachen hat und Motive etc. Dieses Bild heißt Erinnerung. Da haben wir die 4 und die 2. Na, da hingen ja auch immer die großen Ranghöheren mit drin. Carolina. Genau, der Chef wird auf jeden Fall von irgendeinem Reichen geschmiert, kontrolliert. Ganz kurz gucken. Haben wir hier auch römische Symbole? Ne, wir haben. Also ich habe hier nur die hier, oder? Hm? Wie ist das jetzt so? Ist das wichtig? Ist vielleicht doch nicht so wichtig. Der Flicky abgeworfen. Hehehehe. Achso, ein Peak, genau, ja, ja. 3 und eine 6? Was ist denn das hier? Schwerter? Ist ja der gar Titel keiner da. Lautet, Heirat in Schwarz. Ja.
Ne, und er ist halt auch absolut verdächtig hier. Das ist ja genau wie aus dem Buch beschrieben. Dass sie quasi diejenige sein könnte, die das verdächtige, okkulte Buch geschrieben hat, das wir gelesen hatten mit ihrem Opa. Und das ist halt der Zylindermann, den wir bisher auch schon ein paar Mal gesehen haben. Also wir haben jetzt ein paar Zahlen. Reichen die denn? Was? Also jetzt habe ich die 1 gedrückt. Jetzt muss ich wahrscheinlich die 5 noch nehmen. Ich kann nur 1 nehmen. Das Instrument meiner Leiden finden, mit dem wir unsere Gelübde ablegen. Und 4 dann? Ist es eine Reihenfolge? Oh, wie viel habe ich gedrückt? 6, glaube ich, oder? Ich bin verwirrt, so wie immer. 3, 5. 4, 2. 1, 5. Habe ich irgendwann was falsch geschrieben? Ich habe keine 6 aufgeschrieben. 2 Fünfen. Wie nicht wieder rausgehen? Wo wollen wir denn nicht rausgehen? Willst du hier im Bad bleiben? Hier sieht ja der Strich so durchgezogen aus. Ist aber bei anderen Bild nicht durchgezogen aus. Da haben wir noch die Maske. Habe ich die schon angeguckt gehabt? Waren die mit dabei? Eingetütet. Upsi. Und einen Nagel haben wir auch gleich mitgenommen. Können wir nachher besser nageln. Darf ich nur noch mal auf das Bild gucken? Die Welt wird sowas verbrennen und untergehen. Es gibt Oreo Coca-Cola? Nee, gibt es nicht. Abgelehnt. Einfach abgelehnt. Die ist ja der Strich nicht so durchgezogen. Aber auch 1 und 5. Will die Annie wieder nageln? Ich glaub's nicht. Entschuldigung. Max, den Club, wir bleiben da noch ein bisschen drin. Wir wollen nur zu einer Etage. Gibt's nicht? Nein, gibt's nicht. Genau, gibt's nicht. Gelehnt. In meinen Memoiren wirst du das Instrument meiner Leiden finden. Hä? Gelübde als letztes. Die Heirat in Schwarz. Dann 4 und 2. 3 und 5. Und 1 und 5. Nöp. Hm. 3 und 5, 4 und 2, 1 und 5. Hey, meine Hemine, meine Hemine. Wir hatten auch noch die Schwerter. In seinen Memoiren. Seine Erinnerung, 4 und 2. Das Instrument meiner Leiden, 3 und 6 könnten wir da nehmen. Probieren wir das nochmal. 4, 2, 3, 6, 1 und 5. Okay, so rum. Ich hole nicht, man muss natürlich auch ein bisschen Sachen ausprobieren. Weil ich war mir nicht ganz sicher, ob wir nur die römischen Sachen verwenden sollen. Natürlich nicht. Jetzt sind wir schon mal. Wir können mal wieder speichern. Ein bisschen länger nicht mehr gespeichert. Schon ihre ganze Episode lang nicht gespeichert hier. Guck mal. Die andere Hälfte habe ich in Mias Wohnung gesehen. Ich muss Mia suchen. Eigentlich sollten wir ja wissen, wo sie ist. Da steht, ich bin die Herrin der Schmerzen. Gib mir, was ich am meisten begehre. Schmerz? Sie hat ein Loch in der Handmitte.
findet sie geil, würde ich sagen. Da steht, ich bin die Herrin der Schmerzen. Nein, ist ja gut. Wir haben sie begehrt. Wir können es auch wieder wegnehmen. Da steht. Uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar. Irgendwie der Apfel dann. Ich bin die Königin der Geheimnisse. Gib mir. Eigentlich würde ich ihr die Maske geben wollen. Da steht, ich bin die Verführerin. Gib mir, was ich am meisten begehre. Der Apfel? Da steht, ich bin die Blutbaronin. Gib mir, was ich am meisten begehre. Oh, weiß ich doch nicht. Gib jetzt die Rosen, mal gucken, wie dumm das aussieht. Da steht, ich bin die Blutbaronin. Gib mir... Also, wir haben die Maske doch noch. Da steht... Da, jetzt passt's. Blut. Ich habe ihr die Rose in den Mund gelegt. Jetzt besorgen wir noch den Apfel. Die Frage, gehen wir jetzt erst zu unserem Freund. Quasi unserem Freund, ne? Ins Atelier halt oder direkt zu mir und klauen uns den Apfel. Zimtcola. Beste. Was? Noch nie getrunken. Muss man das? Also was könnte ich mir schon eher vorstellen, so zu Weihnachten rum. Probier ich auch mal so einen Scheiß. Alles so chemisch. Ich habe noch meine Zitronen-Cola. Ich will morgen wieder genehmigen. Wir gehen nochmal in die Galerie kurz. Atelier-Galerie. Oh, ist the same quasi. Kofula. Was ist denn Kofula? Das kenne ich noch gar nicht. Wurde jetzt auch letztens, wie heißt es? Könnte ich bitte Ihren Wohnungsschlüssel haben? Ich brauche die zweite Apfelhälfte. Na sicher, hier. Provinz? Provinz-Cola, glaube ich? Eine frische Zitrone dann? Ja, sonst nein. Nee, das ist direkt Cola-Zitrone. Da ist nichts frisch. Alles chemisch. Aber die schmeckt mir besser als die normale Cola, wie du gesagt haben. Auch aus Tschechien, Slowakei. Oh. Ja gut, weil jetzt halt nur die Frage, wo es herkommt. Das Cola ist ja, dachte ich mir fast. Schämisch. Ja. Alles schämisch. Campus. Apfel klauen gehen. Ist halt die Frage, also ja gut, woher sie ihn hat, ist offensichtlich. Hat jemand mitgegeben, damit es nicht da ist? Ach, guck mal, wer da noch wieder da ist. Wer hört hier die Musik? Die Tür ist verschlossen. Oh nein, verschlossen. Endlich Ruhe. Ich will mal ganz kurz auf dem Bett gucken. Ich gucke mal gerne auf den Leuten Betten, ne? Wow, mit Zunge. Das Gesicht daneben. Tolle Maschine. Mias Notizen. Begeben wir uns hinter einen Schleier, der uns mit unseren geheimen Dingen allein lässt. Zeige mir dann das Objekt deiner Begierde und ich werde dir die Bedeutung des Wortes Versuchung klarmachen. Mach dich bereit, denn unsere Leidenschaft wird fließen wie das Blut in deinen Adern und am Ende wirst du dazu bereit sein, den süßen Schmerz willkommen zu heißen, der dir eine neue Welt eröffnen wird. Steckt sie da einer Sekte mit drin? Wir haben den Schlüssel bei mir einfach abgeholt. Ganz, ganz einfach Schlüssel abgeholt. Bin ich flink oder was?
Ich sag ja an sich, das Spiel keine Herausforderung. Nur die Minigames. Naja, die anderen machen immer Krach, ist klar. Er ist nicht da. Da macht doch irgendwer anders Musik. Interesting. Ja doch, dann halt... Gab es da noch einen anderen Nachbar? Also er meinte immer, dass sein, der von da oben, dass sein eine Nachbarin die ganzen Partys macht. Und da hat er dann Mia mal kennengelernt. Ich wusste jetzt nicht, wie die noch heißt. Die macht Absicht Progress, den Katz wegschaut. Ja, immer nur dann. Genau. Alles mit Absicht. Ich habe übrigens jetzt einen Apfel geholt, ja. Also die eine Hälfte habe ich zusammengeschraubt, ne? Hast du hingeguckt? Die von Salvus. Die kenne ich auch nicht. Wie hieß die andere? Sinalka oder sowas? Sinalko? Die habe ich eine Zeit lang, wo ich in der Uni war, ganz gern getrunken. Also war da halt immer so gang und gäbe. Und die hat sich ganz gut getrunken, muss ich sagen. Ein bisschen, ich mag es halt mehr, wenn es nach Zitrone schmeckt, als nach nur süß. Sinalko, glaube ich, war das. Und wir haben hier irgendwie auch eine Provinz-Cola, aber die habe ich auch noch nie getrunken. So, habe ich erledigt. Haben die alle ihre Sachen oder was? Aber die hat ihren Nagel nicht bewegt, ihre Hand nicht bewegt, als wir die reingesteckt haben. Den falsch rum reingesteckt? Muss ja woanders hin. Da steht, ich bin die Herrin der Schmerzen. Gib mir, was ich am meisten begehre. Hm. Das scheint nicht zu funktionieren. Nur mal aus Spaß, an der Freude. Würde sie auch die Rose hier nehmen? Ja, du kannst immer gemeinsam. Ihr dürft hier immer. Das scheint nicht zu funktionieren. Na, das klappt nicht. Nee. Aber passiert halt nichts so. Da steht, ich bin die Herrin der Schmerzen. Vielleicht noch, brauchen wir noch irgendwas anderes? Geben wir erstmal die Rose wieder zurück. Vielleicht müssen wir noch einen Fisch aufspießen oder so. Knarz gemacht. Katz, schau mal, ein Schmetterling. Ah, die Shane Brokers. Ja, alles mitgenommen, ja. War da ein Wollknäuel zum Spielen? Die steht nicht auf ihren Nagel. Something's not right. Da steht. Kann man auch noch ein bisschen Kette zum Zuketten hier? Das scheint nicht zu funktionieren. War das Bild vorher mit dem Blut noch irgendwie? Nee. Jetzt mal geht's wieder los mit Zauberei und Schmetterlingen und fliegenden Besen. Hogwarts Legacy oder was meinst du? Oder hast du da noch andere Pläne? Ja, umsitzen. Warst du damit noch nicht durch? Also das einzig Neue kam ja jetzt vor ein paar Monaten raus, dass jetzt für die ganzen PC-Spieler diese Special-Episode spielbar war. Die es damals mit auf der PlayStation direkt gab. Oder PlayStation, Xbox, weiß ich gerade nicht. Für die Konsolen, glaube ich. Nur die Schmetterlinge fangen. Mhm. Ha, verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Reicht dir nicht? Ist er nicht lang genug oder so? Sollen wir unseren Dad fragen, ob der noch mehr Werkzeug hat? Sollen wir das noch reinhämmern oder so? Kann ja auch sein, ne? Ich guck kurz, ob wir hier noch was finden. Ach stimmt, du hattest ja... Ah, stimmt, das war ja immer so ruckelig gewesen. Ich erinnere mich. Ich will gerade nochmal in der Mitte gucken, aber gut. Kann man hier was mitnehmen? Ich glaube, das ist nicht, dass es kaputt ist. Ich glaube, ich habe noch irgendwas übersehen.
Sieht gemütlich aus. Einfach in der Mitte legen. Nur bestimmt. Entschuldigen Sie, könnten mir Sie mir helfen, einen Nagel, eine Statue zu hauen? Könnten Sie mir bitte beim Nageln helfen? Kann ich aber fragen, jetzt sieht er so stark aus. Und auch lerne, praktisch, ne? Bisher ist noch keine von den anderen aufgekreuzt. Umso besser. Mehr Knete für mich. Hehe, mehr Knete für mich. Ach du Scheiße. Er rastet so gut wie tot. Ist auch auf dem bösen Weg vorgenommen. Oder bei der ersten Entscheidung konnte ich es nicht. Ja. Es geht mir momentan auch ein Baldur's Gate, so dass ich auch irgendwie einen bösen Walkthrough anfangen wollen und dann nach kurzer Zeit, also halt auch mit jemandem zusammen oder was so. Ich möchte doch lieber lieb sein. Ja, okay. Leider dem Hund gegenüber, den kann ich nicht alleine lassen. Also so ein paar Entscheidungen kann man einfach nicht böse sein. Das geht doch gar nicht. Guck, ob der Daddy vielleicht noch irgendwie einen Hammer übrig hatte. Der wird ja, wenn du auf Kurs bleibst. Also, na, ich fand's ja nicht schlimm, die Zauber mitzunehmen. Du musst sie ja nicht benutzen. Man kann sie ja trotzdem lernen. Was du eben geschrieben hast. Nee, du hast noch nichts geschrieben, aber viel Spaß im Glück dann. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich komme schon klar. Ich hätte gern Hammer, aber ist nicht. Ah, der kommt wohl auch nicht klar. nicht Gandalf, Dumbledore. Ein bisschen falsche Genre, ja. Schön. Kann ja trotzdem versuchen, Gandalf zu töten. Oben haben wir eigentlich auch nichts mehr, oder? Ist das Bärchen noch? Früher waren Teddy und ich unzertrennlich. Ja, ich meine, allein der Teppich. Also, weiß ich nicht. Hätte ich halt auch einfach keinen Bock mehr drauf. Das Büro von unserem Dad. Da läuft auch den ganzen Tag der PC. Der PC. Ein altes Gemälde meines Großvaters. Aus seiner Zeit in Paris, glaube ich. Ja, da müssen wir auch noch mal gucken, ob wir da dann Postmortem noch spielen, ne? Ich habe mich auch mal geguckt, das spielt ja wirklich mit dem Großvater davor. Ich glaube sogar die Paris-Episode ist das. Dumbledalf. Hm. Ja, der mit dem Bart halt. Ne, ja, der war ja auch irgendwie künstlerisch unterwegs. Hey, was machen wir denn jetzt? Jetzt muss ich ja wieder jeden Ort untersuchen, oder was? Klappt hier. Wo kann sich denn jetzt was zufällig getan haben? Gibt's was Neues? Der Täter hat ein Foto von Mia auf Stefanis Leiche hinterlassen. Und bevor Stefanie ermordet wurde, fanden wir deren Foto auf Cynthias Leiche. Kannst du mir folgen? Ja, ich lasse sie nicht aus den Augen. Danke. Noch nicht kurz auf Toilette oder so. Ich glaube, er guckt sich Bilder an. Einfach nur Gemälde. Er gibt sich wirklich Mühe, ne? Mia, wie funktionieren die Statuen? Sie brauchen für jede Statue ein bestimmtes Objekt. Für meine einen silbernen Apfel. Brauchen wir einfach eine Reihenfolge? Wenn sie schon so sagt, ihre? Oh, ist das nur eine Reihenfolge? Das ist nicht so geheim gucken. Das ist sehr auffällig, gucken.
Und wir fahren wieder hoch, in der Hoffnung, dass wir nichts brauchen. Oh. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Item bräuchte, da hätte ich ein Problem. Da wüsste ich nicht, woher nehmen und stehlen. Mal gucken, aber meh. Gemein. Also ihre Statue. Der Apfel. Aber. Hä. Ich verstehe nicht, warum sich trotzdem alles andere bewegt, nur die letzte halt da nicht. Die Rose hatten wir ja eben gefunden. Also Rose Apfel. Machen wir hier erst die Maske. Dann den Nagel. Wir fangen quasi als erstes. Mhm, ja toll. Vielleicht kann sie sich einfach nicht bewegen, weil sie gefesselt ist. Mia hat den Apfel. Das ist ihre Statue, meinte sie gerade. Die wurde eben ermordet. Und sie wäre jetzt die letzte dann sozusagen. Wir haben eigentlich schon deutlich mehr Opfer, aber... passiert trotzdem nichts. Doch erst nageln. Nur für alle Fälle. Aber trotzdem komisch, dass hat bei der ersten nichts passiert mit ihrem Nagel. Nagel, Maske. Trotzdem das komische Gefühl, dass uns irgendwas fehlt. Aber so rum raus. Ja, ja, schick und so, ne? Das ist ganz toll. Doch kein versteckten Knopf hier oder sowas. Oh, da muss ja doch irgendwas mit dem Nagel noch getan werden. Brauch Hilfe beim Nageln. Ist es denn eine Reihenfolge oder brauche ich wirklich noch was für einen Nagel? Würde mir, glaube ich, schon reichen. Hieß mal zu Ende. Reihenfolge. Ist gewollt. Zweideutigkeit ist immer gewollt. Hm. Mit. Nee, Katz nicht. Ich. Wegen Genagel und so. Ah, warte mal. Mal kurz die Statuen abhorchen. Abhorchen finde ich gut. Da steht: Ich bin die Blutbaronin. Gib mir, was ich am meisten begehre.
Ja, aber das ist der Hinweis dafür, dass... Aber ich weiß halt noch nicht... Nee, was es halt ist... Haben wir irgendwo einen Hinweis dafür? Für die Reihenfolge? Oh, wait, wartet. Haha. Natürlich haben wir einen. Geheime Dinge. Maske zuerst. Bin ja kein Fan von rumprobieren. Begierde. Sag, glaube ich, der Apfel. Versuchung klar machen. Genau, das war der Apfel. Unsere Leidenschaft wird fließen wie das Blut. Das. Genau. Apfel, Rose und dann der Nagel. Dann am Ende wird genagelt. Am Ende. Er schmunzelt. Warum schmunzelt denn so? Weil ich richtig hab. Warum ist richtig? Doch gar nicht so verquere hier. Das war ja nur so mit halbem Ohr gelesen. An die schlau. Ja, manchmal muss man gucken, was man einfach hat. Manchmal einfach gucken. Und dreimal lesen, bis man es dann in der richtigen gegen Position oder so. Eieiei. Mit Ohr lesen. Ja, deswegen. Verstehst du? Und jetzt ist der Nagel. Zum Schluss genagelt. Ah. Deswegen hat auch die ganze Zeit keine Katze in ihr. Die bewegt sich erst in der Scene. Und Wumps. Was decken wir jetzt hier für einen Kult auf? Eine ganz abgefuckte Sekte noch? Es geht in... Ja, wir sind doch eigentlich hochgefahren mit dem Fahrstuhl. Wir sind relativ weit hochgefahren. Guck mal, ist doch noch ganz gemütlich. Das ist einfach die VIP-Lounge. Zu den Mobs. Die ist und tiefer. Man beachte den sadistisch aussehenden Skorpionstuhl. Hm, nett. Ich mag ihren Kommentar sehr. Ich mag wieder hoch. Hey, was hast du? Ist okay. Ja. Da kann man durch. Hoch. Was ist das? Schlüssel. Ein Schlüsselloch. Ich brauche den passenden Schlüssel. Passt einfach der Schlüssel, der drüber lag. Vergiss es, das wird nicht. Okay, das wäre ein bisschen zu billig. Ist da etwa ein Durchgang im Kamin? Das ist ja wie in einem schlechten Film. Die war auch schon da. Siehst du, ich hab da richtig gesehen hier. Bin ich doch nicht blind oder so. Dann zurück. Anderen Raum. Da kommen wir wohl nicht so einfach rein. Ich muss einen Weg finden, an das Buch zu kommen. Da hat man nämlich auf jeden Fall ein paar Namen, scheinbar. Was für ein hübsches Bett. Hat sie das nicht auch im Mias Raum gesagt? Oh, ein BBB, ein batteriebetriebener Boyfriend. Nicht, dass ich das nicht anstellt. Ich musste wirklich überlegen, was sie mit BBB meint. Lavendelmassageöl. Ich würde gerne eine Flasche mitnehmen. Wusste nicht, dass man das so nennt. Oh, das wird witzig. Das scheint nicht zu funktionieren. Müssen wir es schieben? Drüben war das Bild. Ah, ich habe natürlich nicht aufgepasst, ne? Wie es aussah. Ah, shit. Ich gehe mal ganz kurz Bild angucken. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Bevor ich ausprobiere. Weil ich meine, das sah jetzt schon, diese eine Reihe sah schon gut aus.
Ey, immer diese Minigames. Was haben die denn mit dieser blöden Spielzeitstreckung? Krieg die Krise, krieg ich hier. Ging da ein bisschen andersrum dran. Mach mal ein Foto von. Ja, knapp, ne? Schau dir Übert an und dann die anderen. Das sind alle Betten hübsch. Die sind halt alle sehr bonzig. Naja, sie hängt Woman. Mit den Bubis voraus und so. Okay. Mal direkt mitschieben dürfen hier. Ist voll verschoben hier. Jetzt haben wir die Ecke richtig. Ah, Mann, ey. I hate it. Warte mal, das sieht aus, als würde es gar nicht passen. Das muss da runter. Oh! Oh! Hat so falsch gemacht. Ja, so sieht's besser aus. Wo kommen dann die hin? Easy. Bin ich leider gut dran, habe ich selber schon programmiert. Habe ich echt meine Erfahrung. Ah, beim Testen und so. Mandy, ich wünsche dir wunderschönen guten Abend. Schlaf schön, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Sag mal, hört doch mal auf, mal die Armbot zu werfen. Fies einfach. Nacht, meint die Adi. Die war durch vom Spiel. Wie jetzt durch? Bin ich durch. Ist gut. Alles bestens. Dum, 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 dum. Allende oder was? Hä, wieso denn? Was meinst du? Meinte nur nach die zu Mandy. Mit der Barbara. Du meinst Dinge? Nee. Komm ich nicht drauf. So, Raum. Sind drinne. Easy. Die Musik. Meint ihr, wir kommen hier einfach mit dem Buch wieder raus? Bestimmt, ne? Mark Ackermann? Mark? Mark Ackermann, es war... Und ich sollte dafür halten, was? Du Schwein! Du hast ihm gegen gutes Geld gedeckt, stimmt's? Weißt du überhaupt, wie viel ihr leben lassen musst, ne? Naja, der Zeichner halt, ne? Das willst du gießen. Er ist ja richtig eskaliert. Natürlich darfst du erst telefonieren. Alter, Falter. Sollte Opa jetzt nicht tun. Ja, der hat einfach den Detektor verprügelt.
Ja, gut. Mit dem Rest so, ja, irgendwie so halbwegs gut gestellt. Wird wohl reichen. Das war ein Ferngespräch. Ich hier meine Lichtnette. Das war ein Kurzgespräch, definitiv. Speichern. Geh denn hier ab mit dem Jungen? Natürlich will er da nicht herhalten. Gruß. Aber Marc? Hallo, mein Freund. Was ist los? Sie sehen ja aus, als hätten Sie Gespenster gesehen. Es gibt schon wieder ein Opfer. Das burschen Eltern, ne? In der alten Wäscherei. Aber die Brücke, die dahin führt, ist seit Jahren kaputt. Hören Sie, es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich Sie darum bitte, aber könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ich habe wirklich keine Zeit. Zeit ist genau, was ich brauche. Bitte informieren Sie Skalnik nicht sofort. Geben Sie mir einen kleinen Vorsprung. Würden Sie das tun? Na schön, 5 Minuten. Mehr aber nicht. Danke. Ein Männertelefonat, genau. Auf. Knackig, aber prägnant. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen. Marc war der Maler, der die Mädchen gemalt hat. Der Ackermann. Ich glaube auch, dass sein Vorname Marc war, oder? Sein Nachname war auf jeden Fall Ackermann. Das kann ich nicht vergessen. Und geht mal genau auf den Punkt treffend, ne? Also, ne? Das ist... Was war jetzt seine Mission? Nochmal Marc? Gibt es noch andere Hinweise? Wegen Levi? Ja. Der hat hier nichts weiter. Ne. Ne, ich sag ja, das ist genau das, was ich meinte auf diesem einen Bild, was man gesehen hat. Wir hatten hier dieses Sofa, den Stuhl und den roten Vorhang. Eins zu eins ein Bild von ihm hier in der Galerie hängen. Schnüde, wie geht's dir so? Ich hoffe, alles entspannt und flauschig bei dir. Hat er ja gerade noch Plan? Ich weiß gerade nicht, was noch los ist. Sagen Sie mir, was Sie gefunden haben. Nichts. Seien Sie unbesorgt. Dann doch nochmal zur Brücke. Oder zum Ufer? Müssen wir nochmal runter? Assa, ja, hallöchen. Wunderschönen guten Abend. Nettes Game habe ich auch schon mal gespielt. Den zweiten Teil auch. Und den Vorteil auch schon. Ich erst jetzt erfahren, dass es da noch so quasi einen dritten Teil zu gibt. Also so eine Vorgeschichte. Oh, die Musik ist immer so schön chillig. Hier waren wir nie. Hier waren wir nie gewesen. Uff. Postmortem. Quasi von ihm hier nochmal ein Teil, wo er in Paris ist und irgendwie malt oder so. Da war ich kurz weg und jedes Mal spielt es einen anderen Charakter. Mensch. Das hatten wir gerade eben schon mit Katz. Die guckt kurz weg und schon habe ich die Lösung. Das sind Übergänge, die sind aber auch sehr fließend. Die sind wirklich so, was hatte sie jetzt? Wir haben ins Buch geguckt, einen Namen gelesen und schon sind wir wieder in der Vergangenheit. Also sehr schnell gesprungen. Wir sind wieder der Opa, aber in seinen jungen Jahren. Der war auch diesmal nicht so fließend wie beim letzten Mal. Hatten wir eigentlich den Nachnamen von Milner, Miller schon? Wahrscheinlich auch nochmal umgeheiratet oder so. Hochklettern? Okay. Hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut. Ich bin halt auch immer noch verunsichert, ob Ida das überlebt hat oder nicht. Ich hoffe ja wirklich schon. Miller ist doch sein Nachname. Ja, aber ob der vielleicht dann doch einfach anders ist. Also, Wein geheiratet hat oder sowas. Ich habe eigentlich keine Lust, nass zu werden. Vielleicht kann man das Wasser hier irgendwie ablassen. Willst du nicht einfach übersteigen? Frag für einen Freund. Oha. Ich glaube, da wird was blockiert. Ich habe alle auf Steam. Postmortem nie gespielt. Na, vielleicht wäre das ja noch was. Ich habe auch überlegt, ihn einfach dann als drittes hinterher zu packen.
schadet ja auch nicht so was, was davor spielte, nochmal hinterher zu werfen. Aber momentan, es macht halt echt Bock. Mir macht es mega viel Spaß. Außer mit einer Schusswaffe kriegt man dieses Schloss nie im Leben auf. Anders? Thomas anders? Nein, nicht so anders. Und das Bild hängt auch in der Galerie. Wollen wir nochmal gucken? Noch ein Ring. Seltsam. Mhm. Dieser hier sieht ganz neu aus. Das Postmortem soll vorher spielen. Quasi wie so eine Art Prolog. Er spielt, bevor er hierher gekommen ist. Oh, praktisch. Und trotzdem zu blöd, die Tür zu öffnen. Wir haben hier noch eine Leiter hoch, Leiter runter. Ah, oh, das ist Leiter. Wir sollten nicht hier draußen stehen. Ich dachte, wir wären durch eine Tür gekommen, aber ja, ja. Manchmal sind sie praktisch. Oh nein, 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 ich will kein Minispiel mehr. Hört auf damit. Ich will nicht. 3 Liter Eimer. 3 Liter Eimer, irgendwas mit 4, dann senkt das, dann Glühbirne, mathematische, physikalische Rechnungen. Ich, nee. Ich muss bestimmt oben noch was machen. Bestimmt. Ich komme gleich wieder. Die Tür ist verschlossen. Ich muss bestimmt hier noch irgendwo mich in die Ecke sitzen und ein Buch lesen. Stimmt. Gibt's noch was zu lesen? Nicht? Oh, nein. Also wenn das jetzt so lange dauert, ne? Wie das gute Dietrich-Rätsel. Oh, da kommt der Katerich. Ich hole erstmal den Katerich rein. Das ist doch Timing. Bin gleich wieder da. Auch noch Tür zugemacht, hier nochmal aufgemacht und so. Eine Tasse Liebe. Ja, gib mir eine Tasse Liebe, nehme ich. Das wird wohl nichts. Lass mal aufdrehen. Ich kann einfach zudrehen, wenn es soweit ist. Das fand ich viel einfacher. Also was ist das jetzt? Wir füllen jetzt hier 5 Liter ein, nehme ich an. Wir wollten jetzt 4. Genau, wir haben 5 Liter und wir wollten jetzt 4. Wir haben 3 Liter Eimer. Das wird wohl nichts. Können wir es auch einfach komplett wieder... Jetzt haben wir 2 drinne. Hier 3. Gib die jetzt erstmal weg. Oder? Hä? Nee, nicht anhängen! Was ist denn mit ihm? Oh. Schenk hier einfach alles an. Also normalerweise, wir haben jetzt noch 2 drinne, die holen wir uns jetzt hier auch raus, oder? Und dann füllen wir wieder auf. Dann haben wir... Nee.
Jetzt bin ich verwirrt. Und wieder umgeben von Katzen außerdem. Erstmal einen Schluck trinken. Doch mal voll. Haben wir jetzt 5? Ja, genau, dann kommt einer weg und ja, wir sind fertig. Ja, ja. Ja. Ich war gerade so, müssen wir das nicht irgendwie nochmal anhängen, nochmal abfüllen? Nee, ja, stimmt. Da kommt da jetzt noch 1 Liter rein, da sind wir ja schon bei 4. Doch, das ist ja entspannt, das Rätsel. So, Licht an. Oh, schlimmes Mechanismus. Also, wer hat denn diesen Mechanismus? Mal im Ernst. Ja, immerhin läuft's jetzt. Also, läuft ab, ne? Das einfachste Messerbecherspiel, das ich ihn so spiele. Ja, eben. Ich habe dem einfach nicht getraut. Ich war noch so, nee, das kann ich. Nee. Bei sowas musst du immer irgendwie hin und her eiern. Immer. Die Tür ist verschlossen. Immer noch? Der hat keine Dietriche mehr. Das ist ein gutes Zeichen, wenn er keine Dietriche mehr hat. Dann müssen wir auch nie wieder ein Schloss knacken. Was für ein furchtbarer Mord. Das ist ja auch, ne, die ja gemalt hat. Die letzte, die wir jetzt gesucht hatten. Ich will den Namen vergessen. Wenn du, ich kann mir diese Namen von den Frauen nicht merken. Ja, die sind wahrscheinlich gerade dabei, irgendwie anzulegen hier. Long. Look. Das sind alle die da. Hä? Oder eine von den Weibern. Das ist die eine letzte, die er jetzt gemalt hatte, die wir gerade hier hatten. Oh ne. Oh ne. No. No, no, no. What are you doing? Wegen die eine. Okay, die eine, ja. Ich muss gedrückt halten. Oh, was ist das? Hüpf. Da kann ich hüpfen. Geh jetzt mal an der Wand lang. Wir auch irgendwo sterben können. Ich, oh mein Gott, falls können wir hier irgendwo sterben. Ich kann gar nicht speichern. Ich will zurück. Ich will ganz dringend zurück. Ich weiß nicht, ob man in diesen Spielen sterben kann. Ich bin mir wirklich gerade nicht sicher. Konnte man ins Siberian anscheinen? Ich sehe das Ende. Siehst du das Licht am Todeende? Katz, geh nicht. Das ist bestimmt nicht so kompliziert, wie es jetzt irgendwie hier den Anschein macht. Probieren halt ein paar Gänge aus und wenn da schon irgendwie hinkommen. Hier fand man nicht. Also es wäre ja dumm, einen kurzen Weg einzuzeichnen. Deswegen gehen wir hier mal einmal ringsrum. Gleich kommt ein Krokodil von vorne. So ganz kurz ringsrum. Gut in der Kanalisation hier. Ne, irgendwie so lang, irgendwie da lang. Hätte ich halt auch so gebastelt. Jetzt nochmal abbiegen? Nee, ich habe keine Ahnung, wir sind eigentlich in eine Sackgasse gelaufen gerade. Oh oh. Nicht noch wer. Mehrere. Ja, fass es noch an. Und noch ein Ring. Der ist aber auch eklig. Der kann es aber auch nicht lassen. Ich dachte erst, der kriegt keine Luft mehr und erstickt uns jetzt hier.
Bist du eine Model? Ja, immer zum Licht, na immer doch. Was haben wir jetzt gewonnen? Noch nix. Die haben alle vier Nupsilis. Hallo Katze. Was tanzt du hier so rum? Aber dahin, ne? Für trotzdem wichtig, dass wir erstmal dahin gehen. Der Fliegi spielt mit den heißen Kartoffeln. Und immer mehr da aufgestanden bin. Und jung. Ja, Kuri fängt ja auch immer in der Regel relativ früh schon an. Also früh. Dann auch immer nicht so lang. Ich wollte nur mal gucken. Alles klar, weiter dann schlaf schön. Vielen Dank nochmal fürs dabei sein. Und bis zum nächsten Mal dann. Tschö, tschö. Die Katze ist doch artig. Was ist denn da unten rum? Was mit Kuri? Katz hat da heute hingeradet. Dann ist sie ja schlafen gegangen, die Katz. Und als sie wach geworden ist, war die Kuri wieder weg. Die war doch auch Ende im Gelände. Das ist doch der richtige Weg. Hier ist nie mehr einer, guck. Okay. Noch ein Rätsel. Noch ein Mini. Wir brauchen 6 Ringe und wir haben 6 Ringe. Oh Mensch, ich habe ja hier richtig gut vorgearbeitet, indem ich zufällig die Sackgasse gelatscht bin. Oh Gott, ich habe mich wahnsinnig gefühlt, hätte ich das jetzt nicht gefunden. Da wüsste ich ja niemals, was ich da noch hätte machen sollen. Wo ich den noch herkriegen sollen. Aber da war wer, den ich nicht kannte. Da bin ich voll erschrocken. Schnell geflohen. Ich weiß auch, dass sie wen geradet hat, die das, wie heißt das? Das neue DBD-Spiel, Namen nicht einfallen. Frank Dingsiberg und so, hm? Direkt das Ende gespielt hatte, genau, Casting of Frank Stone. Und wir sind direkt ins Finale reingeradet und es war so ein, ich muss hier raus. Und da sagt sie gerade noch so, oh, ihr habt gerade verpasst wie wir. Und ich war so, aus. Nope. Ich glaube nicht. Also, das war schon schwierig. Was ist das jetzt? Die haben definitiv mehr Ringsies als wir. Können Ringe aber trainen? Menü! Das haut irgendwie mit dem nicht ganz so hin, ne. Wie wird denn das? Wie wird mir denn, wenn ich hier was mache? Fangen wir mit denen an. 3 hier und einer auf der anderen Seite. Passt hier nicht. Könnte aber dahin passen, wenn wir einen schräg machen. Ich glaube, wir müssen einfach nur für jeden eine Fläche finden. Ah, guck mal, der passt jetzt. Wollte denn der andere nicht? Da wahrscheinlich auch mehrere Möglichkeiten.
Bei dem sehe ich es halt überhaupt nicht, wo der sonst noch hin soll. Das haut ja doch auch alles nicht hin. Wir können die auch nicht komplett umdrehen, oder? Ich würde ihn ja hier reinpacken, aber das geht auch nicht. Strange. Passiert dann irgendwas? Müssen wir dann noch was beachten? Da hätte ich schon gern hier drinne, aber dann scheinbar nicht. Die mehrere Ecken, wie die passen könnten. Also, so vom Drehen her. Die Ringe haben Noppen. Mhm. Und Olma hatte ich ja vorher auch schon offen. Da war ich dann auch ganz schnell einfach nur Tab aus. Einfach nur Tab aus. Fertig. Oh, nein, nein, ihr wollt nur den einen raus. Oh. Bom, bom, bom. Der passt dann eigentlich auch ganz gut da rein. Der da. Für den irgendwie gefühlt nichts gefunden. Ich müsste mal den erstmal verarzten. Vielleicht auch einfach noch einer. Der da? Na, dann klappt's doch. Was richtig gedreht haben? War doch gar nicht so schlimm. Das müssen wir jetzt die Schlüssel noch rausziehen, oder was? Och Mann. Ah! Ach, der, oh, der muss da. Oh nee! Oh nee! Nee! Oh oh. Das war jetzt nur ein kleiner Teil vom Rätsel. Wir machen jetzt noch ein paar Stunden hin und her schieben. Finden das witzig. Nee, nicht du. Runter, 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 runter. Hä? Ich muss den doch irgendwie rüberschieben können, oder nicht? Zweier Schritte gehen. Ganz gemein ist das. Ganz gemein. Meh, 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 meh. Meh, 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 meh. Thank you.
du mal welche. Das wird wohl nichts. Nee, das wird wohl nix. Ich hab's auf jeden Fall das angeordnet. 21 Uhr, oh no. Das haben wir wieder so mit so einem Kackrätsel auf am Ende. Das wird so nix. Jetzt muss das andere Teil dazwischen. Nach oben, nach oben, nach oben. Warum, wer hat denn jetzt das da übrig gelassen? Oh, wer war denn das? Zu Hilf einfach, zu Hilf. Nach oben. Die Atmo ist geil, da immerhin etwas. Das ist doch schön, dass die Atmo geil ist. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Jedes Mal falsch. Ich weiß nicht, wie ich es rüberkrieg. Rüberkrieg, rüberkrieg. Ich weiß nicht, wie ich es rüberkrieg. Wie kriege ich es denn jetzt hoch? Habe ich denn das gemacht, dass die anderen beiden jetzt oben sind? Was bin ich denn wieder für eine Doofnuss? Ich glaube, das ist nicht. Ich glaube, das ist nicht gut. Das muss der Schlüssel für diese Tür sein. Sie bewegt sich kein Stück. Jetzt habe ich zum ersten Mal auf den Schlüssel geklickt. Guck mal, war doch ganz einfach. Ganz entspannt. Einfach eine Runde durch. Oh, ich brauche Lebkuchen. Ach nee, mag's ja nicht. Doch, eigentlich schon. Ich liebe Lebkuchen. Ich bin voll schade. Ich habe vor 2-3 Jahren irgendwelche Lebkuchen gebacken, die richtig, richtig hammergeil waren. Ich finde das Rezept nicht mehr. Der Mark. Wer hätte es gedacht? Oh nein, Ida. Wach auf. Du willst doch nicht etwa den Hauptakt verpassen.
Ida! Nein! Nein! Okay, ist jetzt wirklich nicht geschafft. Ja, genau, das war das Bild, was ich meinte, ne? Ach so, ein Arsch. Dieses Bild heißt, bis dass der Tod uns scheidet. Die Frau in diesem Gemälde scheint das Leiden des Mannes, der neben ihr kniet, vollkommen zu missachten. Auch hier ist ein dunkler Tunnel und eine bedrohliche Gestalt, die im Schatten lauert. Es scheint, als wolle Ackermann einen Moment aus seiner Kindheit nachstellen, wobei Vergewaltigung und Leid mitschwingen. Achte auf die Position des Mannes. Er wirkt verletzlich, schwach und schutzlos. Genauso hat Ackermann sich wahrscheinlich damals gefühlt. Reinigung der Seele. Zum ersten Mal in Ackermanns Werk wird eine Frau in verführerischer Pose abgebildet. Sie schwebt auf der Leinwand, ihr roter Mantel flattert im Wind und steht im Kontrast zur Grabesstille des Hintergrunds. Rot, die Farbe der Leidenschaft und Verführung, dominiert den Vordergrund, ist aber die ist einfach tot. Grauen und schwarzen Tönen umgeben, den Farben des Todes. Der Frau fehlen die Augen, was vielleicht wachsende Verwirrung und Zorn gegenüber den Frauen im Leben symbolisiert. Sie ist einfach tot. Am aufgewühlten Fluss. Die Frau ist ja wie in der Schule damals. Besorgt und fixiert den Betrachter. Sie ist auch tot. Sie ist noch nicht bewusst, von welchem Chaos sie umgeben ist. Nein, ist sie nicht, weil sie tot ist. Der stürmische Himmel, der üblicherweise für Freiheit und Offenheit steht, löst hier stattdessen bedrückende Gefühle aus und lauert über der Landschaft. Ist das Mark, der seine Mutter bestrafen will? Dieses Gemälde heißt Die Straßen von Prag. Das ist auch Leute tot. Lebte nur wenige tote Leute. In Prag. Auffällig sind die dunklen Seitengassen. Sieh dir die Farben an. Die Mauern sehen fast aus, als wären sie wundgeschlagen. Ackermann mochte diese Stadt offenbar nicht. Die Vergebung der Sünderin. Abgefackelt. Die Frau, die hier abgebildet ist, befindet sich in einer verletzlichen und unterwürfigen Position. Nein, die ist auch tot. Sie fleht inbrünstig um Vergebung. Im Park gestorben. Vielleicht wollte Ackermann mit diesem Bild zeigen, maybe, wie seine Mutter ihn um Verzeihung hätte bitten sollen, weil sie ihn nicht beschützt hat. Das erste Bild trägt den Titel Verlassen. Rechts ist eine betrunkene Frau zu erkennen, die sich offenbar dessen, was um sie herum geschieht, nicht bewusst ist. In der Mitte des Bildes durchbohren zwei unheimliche Augen die Dunkelheit. Wir wissen, dass Mark Ackermann von seinem Vater missbraucht wurde und seiner Mutter vorwarf, dass sie dies wusste, aber nichts unternahm. Dies spiegelt sich auch im Gemälde wider. Die abgebildete Frau scheint der drohenden Gefahr gleichgültig gegenüberzustehen. Das hier heißt, also, er kann Schüler wahrscheinlich wirklich misshandelt worden sein. Sein Titel deutet darauf hin, dass Mark den hier dargestellten Mann gut kannte. Obwohl Ackermann in seinem eigenen Kerker steckte, half ihm sein Schüler, diesem gewissermaßen zu entfliehen, was durch das Licht veranschaulicht wird, das durch das Fenster auf den Mann fällt. Er benutzt ihn, um seinem eigenen Gefängnis zu entfliehen. Der Titel dieses Bildes lautet Geistlos. Dieser Mann ist buchstäblich geistlos. Achte auf die Nähte an der Stirn, wo vermutlich eine Lobotomie durchgeführt wurde. Das ist Marks schlimmster Albtraum, in einem Gefängnis von Körper und Geist festzustecken. Der Mann steht zwar in einer von Dunkelheit umgebenden Ecke, aber durch ein offenes Fenster dringt Licht herein. Ironischerweise ist sich der Mann dieses Fensters zur Freiheit aber nicht bewusst und bleibt gefangen. Ah, Beatrice. Diese Pflegerin scheint für Mark die ideale Frau zu repräsentieren. Und auch einfach komplett offene Bluse mit nichts drunter. Die aufmerksame, liebevolle und verführerische Frau wird von engelhaften Weißtönen umgeben. Ihr satter und lebendiger Hautton steht im Kontrast zu früheren Werken. Die erzählt wahrscheinlich einfach wirklich tot ist. Hyde. Es ist das erste aus seiner LA-Serie. Ackermann ist in den 30ern bekanntlich in eine Nervenklinik eingewiesen worden. Der Mann in diesem Gemälde stellt Marks Psychiater dar und ist die Karikatur eines ehrlosen Mannes, dessen Blick hinter dicken Gläsern verborgen ist. Das Bild strahlt eine gewisse Arroganz aus. Bambeher? Schau dir sein Lächeln an. Ich habe da nur eine Brust gesehen. Er sieht aus wie ein Dorftrottel. Mark respektierte diesen Mann offensichtlich nicht. Dieses Gemälde Spirituelle Momente ist das zweite, das in Chicago entstand. Man merkt, dass Mark sich hier wohlfühlt.
Die Sonne geht auf und vertreibt das Dunkel. Beachte die warmen orangenen, gelben und roten Farbtöne. Vielleicht war Mars endlich zur Ruhe gekommen und fühlte sich in Chicago zu Hause. Upsi. Das hier heißt Gestörte Zuflucht und ist das erste aus seiner Chicago-Serie. Einer der ungewöhnlichen Aspekte dieses Gemäldes also ist der Mörder definitiv, in der es gehalten ist. Auch hier weitergemacht. Es diese Frau in der Badewanne haben wir ja selber ein gefunden. Ungebetener Gast sei, der sich hinter einem Vorhang versteckt. Die abgebildete Frau weiß anscheinend nichts von seiner Anwesenheit. Und auch nichts von der Dunkelheit, die ihre in Licht getauchte Zuflucht umgibt. Nein, weil sie tot ist. Also ja, es kann gut sein, dass Mark halt Tatsache einiges widerfahren hat, aber wie können wir das denn ausmachen? Ich glaube, sonst verhedder ich mich hier noch wieder komplett drin, ne? Und dann müssen wir ja morgen Blackburg spielen und am Freitag geht's erst weiter. Aber dann können wir Freitag auch sagen, wir machen schön Open End und spielen im Zweifel einfach den zweiten Teil weiter. Und sie hatte keine Haare. Ja, das ist ja. Aber die hatte lange Haare zusammengebunden. Nein, ich hatte einen Zopf in der Mitte. Wir müssen? Ja, weil ich auch gerne das hier jetzt das Ende sehen würde. Es ist halt voll gemein, dass wir jetzt so kurz. So, es fühlt sich halt an wie kurz davor, so gefühlt. Genau, so ein Iro-Zopf. Fühlt sich jetzt an wie kurz davor. Und das ist so. Ich spiele auch Blackbook gerne. Sonst hätte ich auch gesagt, dann spielen wir morgen was anderes. Wir spielen morgen Blackbook. Nee. Ja doch, wir können auch das hier fertig machen und danach Blackbook. Ich überleg's mir noch. Werd mir das noch überlegen. Wir haben gespeichert. Speichern einfach nochmal drüber. Schadet nicht, immer doppelt speichern. Ne?